Was ist da los in Hessen? Im Mordfall Lübcke hat der Herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung Hässliche Zustände. Organisierte Nazi-Netzwerke, rechte Gewalt, rassistischer Normalzustand bis hinein in die Polizei- und Sicherheitsbehörden. Der Skandale in Hessen gibt es viele. Und ja, sie beunruhigen uns, sie empören uns. Wir sind vielleicht sogar schockiert. Aber mit welcher Konsequenz? Die Skandale sind nur der Ausdruck und damit die Spitze des Eisbergs eines Normalzustandes, der sie hervorbringt. Sie sind Ergebnis von einer Verschränkung und einem Ineinandergreifen von Ignoranz, Unbewusstheit, Nichthandeln, konsequenzlosem Gewährenlassen, öffentlicher Zustimmung oder politischer Rückendeckung. Sie bilden eine Normalität, die auch jenseits des Skandals ein Problem ist und für manche eine strukturelle Bedrohung darstellt. Die Geschichte des rechtspopulistischer Stimmungsmacher und organisierter rechter Gewalt kann man über die letzten Jahrzehnte fast in jede Stadt und Kommune in Hessen zurückerzählen. Hanau, Kassel, Wächtersbach, Kirchheim, Friedrichsdorf, Erzhausen, Bad Camberg, man könnte die Liste unendlich verlängern. Wir haben auch draußen im Foyer eine Karte aufgestellt, an der wir eine unvollständige Liste dieser Vorfälle angefangen haben und die gerne von euch auch ergänzt werden kann. Und trotzdem entspricht das weder der Außenwahrnehmung noch dem Selbstbild, das Hessen von sich zeichnet. Eine verdichtete Diskrepanz zwischen Realität und Problemwahrnehmung. Ein Normalzustand, den wir als hässliche Zustände beschreiben. Das ist die Arbeitsthese für heute, dass es diese hässlichen Zustände gibt. Und dem wollen wir im Rahmen der Veranstaltung heute auf den Grund gehen. Deswegen sozusagen sage ich jetzt gar nicht mehr so viel von uns als Initiatorinnen dazu, wie wir uns das gedacht haben. Es gibt auch noch mehr Ausführungen zu den hässlichen Zuständen in den Flugblättern oder in diesen kleinen Flyern, die ihr auf euren Sitzen liegen habt. Und es kann sich gerne auch als Podcast angehört werden. Es gibt bereits 3 Folgen, die noch fortlaufend ergänzt werden. Wir sind aber heute hier auf der Veranstaltung, um uns den unterschiedlichen Facetten dieser Normalität, dieses Normalzustands, dieser hässlichen Zustände zu widmen und wie sie sich zusammensetzen, welche Folgen diese Normalität für einige hat und was das mit der Normalität für uns alle zu tun hat und wie wir diese hässlichen Zustände auch umkrempeln können. Und dafür haben wir uns 3 Gäste eingeladen und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Matti, ganz außen. Matti Trauseneck ist Politikwissenschaftlerin an der Philipps-Universität Marburg. Du arbeitest zu Ungleichheitsverhältnissen und Kapitalismus, bist Rassismus- und Antisemitismusforscherin und hast in deiner Herangehensweise immer einen sehr starken Take auf so intersektionale und post- bzw. dekoloniale Perspektiven. Du bist aber nicht nur Politikwissenschaftlerin, du bist auch politisches Subjekt und bist in verschiedenen Initiativen aktiv und äußerst dich literarisch auf Demonstrationen und Kongressen in ganz unterschiedlicher Form. Schön, dass du heute mit uns diskutierst. Als nächstes möchte ich Tobias Singelnstein begrüßen. Tobias, du bist Polizeiforscher und Kriminologe. Im Moment hast du eine Professur an der Juristischen Fakultät hier an der Universität in Frankfurt und hast auch gerade mit Benjamin Derin ein Buch geschrieben mit dem Titel Polizei, Helfer, Gegner und Staatsgewalt, wo du dich ausführlich mit dieser Behörde auseinandersetzt. Und zu deinen Schwerpunkten gehört nicht nur Strafrecht und sozusagen diese Institutionenlogik, sondern eben auch soziale Kontrolle generell und deren Wandel und wie sich quasi das Verhältnis zwischen Rechtstheorie und dem Zeitgeist auch widerspiegelt. Und damit von kannst du uns bestimmt auch sehr viel erzählen heute. Schön, dass du mit uns diskutierst. Applaus
Genau, als dritten Gast haben wir Sascha Schmidt heute hier. Du bist Politikwissenschaftler, arbeitest seit Jahrzehnten zu den Kontinuitäten rechter Gewalt und Nazi-Strukturen in Hessen, bist Autor bei der Zeitschrift Der Rechte Rand, der auch vorne am Einlass in einigen Exemplaren ausliegt. Du hast lange auch für das Netzwerk Demokratie und Courage Bildungsarbeit organisiert, das vielleicht einige von euch kennen, und bist gerade dabei, mit Yvonne Weihrauch gemeinsam ein Buch über den rechten Terror in Hessen zu schreiben, das Anfang des Jahres im Übrigen auch erscheinen wird, und in dem du viele deiner Recherchen zusammengefasst und systematisiert hast. Du schreibst nicht nur, sondern bist auch politisch aktiv und als Aktivist auf der Straße unterwegs. Schön, dass auch du heute an unserer Diskussion teilnimmst. Ja, also schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr als Publikum heute dieser Veranstaltung lauschen wollt und später auch mit uns in die Diskussion gehen wollt. Die Veranstaltung wird jetzt so stattfinden, dass es drei Blöcke geben wird, in denen wir jeweils ein dialogisches Gespräch hier auf dem Podium führen werden zu den unterschiedlichen Facetten dessen, was ist, was es für Konsequenzen hat und wie man die hässlichen Zustände auflösen kann. Unser Gespräch wird dabei in allen Blöcken bereichert und kommentiert durch Stimmen und Bilder von Praxen, die die hässlichen Zustände angreifen, auflösen oder skandalisieren wollen. Wir werden hören Beiträge von der Initiative Copwatch, von der Initiative 19. Februar aus Hanau, der Initiative 6. April aus Kassel und von der Bildungsarbeiterin Julia Yael Alfandari. Wir werden auch eine Auswahl an Bildern politischer Initiativen sehen, von Künstlerinnen, Bündnissen, antifaschistischen und antirassistisch arbeitenden Gruppen und Personen, die auf diese Weise sozusagen sichtbar machen können und wollen, welche Möglichkeiten darin bestehen, die hässlichen Zustände aufzulösen. Das ist dabei natürlich nur eine unvollständige Auswahl und einige wenige Stimmen der Arbeit der letzten Jahre und Jahrzehnte. Insofern, also sozusagen, prüft das jetzt bitte nicht auf Vollständigkeit. Genau, aber trotzdem sei an dieser Stelle ein großer Dank an all diese Mitwirkenden ausgesprochen und die sozusagen stellvertretend für die Arbeit ganz vieler heute hier zu Wort kommen werden. Genau, vielleicht noch als letzter Satz, bevor wir gleich in die Diskussionen einsteigen. Die Veranstaltung heute wird dankbarerweise vom Medienkollektiv aufgezeichnet und wird deswegen auch zum Nachhören zur Verfügung stehen. Dabei wird aber nur das Podium aufgezeichnet und nicht das Publikum. Aber auch danke dafür auf jeden Fall schon mal. Ja, was ist los in Hessen? Sascha, ich würde einfach mit dir beginnen. Du lebst seit vielen Jahren, fast schon Jahrzehnten in Hessen. Bei dem, was du jetzt alles so rechten Strukturen recherchiert hast und systematisiert hast, wie sicher fühlst du dich eigentlich in Hessen? Ja, ich fühle mich relativ sicher in Hessen, weil ich im Unterschied zu anderen Menschen nicht optisch direkt als Feindbild erkennbar bin für Neonazis, Rassisten oder andere Gewalttäter und weiß zugleich, es auch vor dem Erfahrungshintergrund, es gibt immer wieder Situationen, in denen ich auch in den Fokus von organisierten Neonazis geraten kann, aufgrund meiner Arbeit, und das hat es gegeben, sowohl bei Veranstaltungen als auch an meinem Arbeitsplatz. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass du dieses Buch schreibst, in dem du quasi die rechte Gewalt und Organisierungsstrukturen auch nochmal akribisch aufbereitet und zusammengetragen hast. In dem Interview für unseren Podcast hast du schon mal auch, also haben wir darüber schon mal gesprochen, und deine Erzählungen zu diesen Nazi-Strukturen reichen zum Teil bis Ende der 70er zurück und sind begleitet von führenden Protagonisten rechten Terrors in
Deutschland, die damals in Hessen ansässig waren und hier ihr Unwesen getrieben haben. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen abholen, weil das sicherlich vielen hier im Raum nicht so bekannt ist, auf welche Form und Kontinuitäten von Nazi-Strukturen wir in Hessen hier zurückblicken. Ja, ich würde erstmal damit beginnen, was die Motivation war. Also in aller Kürze, insbesondere nach dem Anschlag von Hanau, kam immer wieder die Frage auf, immer wieder Hessen, warum immer wieder Hessen? Und du hattest vorhin schon gesagt, ich, aber auch andere Kolleginnen hatten immer wieder auch die Geschichte rechter Gewalt, rechten Terrors auch aufgearbeitet in Hessen. Das habe ich erstmals auch intensiver nach dem Bekanntwerden der NSU-Mordserie getan, also 2012. Und jetzt nach Hanau haben wir gedacht, okay, jetzt wird es mal Zeit, das möglichst auch gebündelt zusammenzutragen, das, was oft eben verschwunden ist, was nicht mehr in Erinnerung ist. Und tatsächlich haben wir auch uns dann vorgenommen, die Geschichte nicht nur, wie du gesagt hast, ab den 70ern aufzuarbeiten, sondern nach 45. Und gleichwohl kann man vielleicht auch mit Blick auf die Kürze, die wir hier haben, weil das ist ja ein extrem langer Zeitraum, sagen, wir haben tatsächlich eine Kontinuität von rechter Gewalt, die sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Bundeslandes zieht, von 1970 an bis heute. Es gibt da immer wieder Kontinuitäten und Brüche, wie es so ist im Zeitgeschehen, auch Hochphasen, Phasen, in denen weniger passiert. Und ich würde mich tatsächlich auch mit Blick auf die Kürze, die wir ja hier auch haben, ich meine, wir haben 300 Seiten dazu geschrieben und haben tatsächlich in vielen Bereichen vieles weggelassen, weil das sonst explodiert wäre, auf die Hochphasen konzentrieren. Und die beginnt die erste tatsächlich dann auch etwa Mitte der 70er Jahre. Also das, was du angesprochen hast, das ist ein Zeitgeist, der geprägt ist von gesellschaftlichen Veränderungen, Stichwort 68er und auf der anderen Seite auch einer sehr starken Polarisierung von rechts, ideologisch vornehmlich geprägt von einem Antikommunismus. Also das ist eher das, was damals die Neonazi-Szene auch angetrieben hat, nachfolgend dann auch die Bekämpfung der Aufarbeitung der Verbrechen der Shoah. Und wir haben im Rhein-Main-Gebiet, speziell sogar auch in Frankfurt, einen bundesweiten Brennpunkt damals gehabt. Das heißt tatsächlich Rechtsterroristen, du hattest das gewisse Protagonisten schon indirekt angesprochen, namentlich Manfred Röder und Peter Naumann. Erstere hat 1970 in Bensheim begonnen, hier politisch aktiv zu werden. Naumann stammt aus Wiesbaden. Und darüber hinaus, auf die werde ich dann aufgrund der Kürze der Zeit eben nicht eingehen, diverse Kleingruppen, aus denen heraus letztendlich auch rechtsterroristische Zellen entstanden sind. Naumann und Röder haben tatsächlich die bundesweite rechtsterroristische Szene in den folgenden Jahren und Jahrzehnten geprägt und hatten einen gewissen Status, weil sie vor allen Dingen weitreichend und wirkungsvolle Anschläge verübt haben. Also konkret Peter Naumann aus Wiesbaden, wie ich sagte, in der NPD organisiert, fing an Ende der 70er Anschläge, auch vor allen Dingen mit dem Ziel eben auch, wie andere, ich hatte es vorhin schon erwähnt, antikommunistisch motiviert, die in dem Fall 79 auf Grenzanlagen der DDR im Landkreis Fulda zu verüben. Zuvor hat er ein Denkmal in der Nähe von Rom in die Luft gesprengt, das auch alles nicht allein. Naumann ist auch so häufig in der Erzählung ein Einzeltäter, aber er hat das nie allein verübt. In der Nähe von Rom hat er mit Komplizen ein Denkmal in die Luft gejagt, was an Opfer der Waffen-SS erinnert hat. Also da im Prinzip nochmal so das Gedenken an die Shoah auch angegriffen. Manfred Röder ist deswegen bekannt geworden, gerade aus hessischer Sicht, weil er über viele Jahrzehnte hier agiert hat und hat vor allen Dingen 1980 bundesweit für Beachtung gesorgt, im negativen Sinne, weil er mit seinen deutschen Aktionsgruppen im Zuge von Anschlägen die ersten rassistisch motivierten Todesopfer in der BRD mit zu verantworten hat. Also 1980 in Hamburg hat es einen Anschlag gegeben, das war nicht der erste, das war ein Teil einer ganzen Reihe. Am Ende starben zwei Menschen, zwei vietnamesische Flüchtlinge, die in der Unterkunft, auf die der Brandanschlag verübt wurde, verbrannt sind. Und Naumann wurde dann letztendlich wegen Redelsführerschaft der deutschen Aktionsgruppen verurteilt, hat aber schon 1975 im Schwalm-Eder-Kreis ein Anwesen gekauft, das mit Unterstützung der Szene und Finanzierung aus der Szene heraus, das bis 2017, also er hat nur bis 2014 gelebt, aber bis 2017, bis dann die Behörden irgendwann gesagt haben, okay, wir sprechen Nutzungsverbot aus, tatsächlich ein bundesweit bedeutender Anlaufpunkt für die Neonazi-Szene gewesen ist.
als er dann noch in den 70ern aktiv war, tatsächlich auch, haben da Treffen stattgefunden, wo aus der ganzen Bundesrepublik namhafte Rechtsterroristen angereist sind. Und dann ist davon auszugehen, dass da auch entsprechende Pläne geschmiedet wurden. Also man muss auch bei denen, die immer so einzeln genannt werden, gerade diese beiden immer mitdenken, die waren Teil von Netzwerken. Eine der bekanntesten Gruppen, wenn man sich mit der Geschichte des Rechtsterrorismus auseinandersetzt, stammt dann eben auch aus dem hiesigen Rhein-Main-Gebiet, zeitweise in Offenbach, zeitweise in Frankfurt untergekommen, wurde rückwirkend als sogenannte Hepp-Kexel-Gruppe beschrieben. Das waren junge Neonazis, die Walter Kexel aus Frankfurt kommen beispielsweise, Ottfried Hepp aus Baden-Württemberg, schon in der Wehrsportgruppe und anderen militanten Gruppierungen aktiv gewesen sind, die sich dann in den 80er, also Anfang der 80er, insofern anders politisiert haben, als dass sie als Ziele US-amerikanische Einrichtungen der US Army anvisiert hatten. Ihr Ziel war im Prinzip, ich sage es jetzt mal flapsig, die Amis aus Deutschland wegzubomben. Und das haben sie mit verschiedenen Rohrbombenanschlägen verübt. Die haben die in Wagen von US-Armee-Mitarbeiterinnen platziert. Zwei Menschen sind auch schwer verletzt worden. 1982 wurde dann die Gruppe durch Zufall festgenommen, zufällige Hinweise. Die haben auch Banküberfälle verübt, haben sich ganz aufwendige Alibis verschafft, sind nach Paris gereist, haben da Fotos gemacht, quasi, dass die hier Alibis hatten, wenn sie tatsächlich kontrolliert wurden. Die waren auch bei gar nicht fern des behördlichen Fokus, aber wurden eben nicht so wahrgenommen als das, was sie letztendlich getan haben. Und damit endet im Prinzip die erste Hochphase rechter Gewalt. Also vielleicht nochmal zusammengefasst, eher eine Phase, in der schwere Gewalttaten, Sprengstoffanschläge verübt werden und das eben eher von kleinen Zellen. Es findet dann danach im Prinzip ein Bruch statt innerhalb der bundesweiten Szene, aufgrund dessen, dass Organisationen verboten werden, Protagonisten sich selber umbringen, wie beispielsweise Walter Kexel, nachdem er verurteilt wurde, oder sie eben sich zurückziehen oder ins Ausland gehen, wie Manfred Röder. Und danach findet dann Mitte der 80er tatsächlich auch organisatorisch wie personell ein gewisser Bruch statt. Das entstehen neue Kameradschaften und das ist dann eher eine Phase auch in Hessen, die eher ruhig ist, die sich allerdings schon dann Mitte der 80er vor dem gesellschaftlichen Hintergrund aufheizt, dass die Asylsuchendenzahlen auch in Deutschland zunehmen und schon 1986 zur Bundestagswahl das ein zentrales Thema wird. Das heißt, die Welle rassistisch motivierter Gewalt, die gemeinhin eher Anfang der 90er verortet wird, findet eigentlich mit der Bundestagswahl 86 und den nachfolgenden Jahren schon ihren Anfang. Und dann sind wir im Prinzip Anfang der 90er tatsächlich in der zweiten Hochphase rassistischer Gewalt in Hessen. Analog zu dem, was quasi bundesweit passiert ist. Und da ist ganz spannend zu beobachten gewesen, dass Hoyerswerda, Rostock, Mölln nicht nur bundesweit, sondern auch in Hessen wie ein Fanal gewirkt hat. Das heißt, wenn man sich die behördlichen Statistiken anschaut, stellt man fest, wenige Tage, wenige Wochen nach diesen Pogromen schießen auch in Hessen die Gewalttaten in die Höhe. Das heißt, die Szene oder ob das jetzt dezidiert organisierte oder unorganisierte Rassisten gewesen sind, fühlen sich ermutigt, auch hier aktiv zu werden. Und wir reden dann in den Jahren 91 bis 94 von über 100 schweren Gewalttaten, worunter ich jetzt Brandanschläge, Sprengstoffanschläge, Schüsse mit scharfen Waffen und anderen subsumiere. Maßgeblich rassistisch motiviert auf Geflüchtete, aber eben auch auf jegliche Menschen, die irgendwie rassifiziert werden, auf der Straße angegriffen werden. Also es trifft dann nicht nur Geflüchtetenunterkünfte, sondern auch Geschäfte von türkischen Migranten und andere Wohnhäuser. Also die Palette ist dann relativ breit. Es ist relativ klar, es trifft alle, die als nicht deutsch wahrgenommen werden. Auch danach wieder eher eine ruhigere Phase, in Anführungsstrichen, wobei es, wie gesagt, nie Jahre ohne rechte Gewalt in Hessen gegeben hat. Und die dritte Hochphase ist die, in der wir jetzt eigentlich sind, die 2014 beginnt. Das heißt, auch mit dem, was wahrscheinlich allen bekannt ist, der Zunahme von Geflüchteten nach Deutschland, dem Aufkommen einer neuen rechten Bewegung, auch mit neuen Protagonistinnen. Ich finde, da ist organisatorisch auch nochmal ein deutlicher Bruch in Hinsicht der Kontinuitäten zu beobachten. Aber wir sind mit Blick auch auf die erfassten behördlichen Gewalttaten immer noch in der Hochphase, wo natürlich Hanau, der Mordanschlag an Walter Lübcke, Wächtersbach,
die Spitzen darstellen. Aber selbst wenn man sich nur die behördlich erfassten Körperverletzungen anschaut, stellen wir fest, es hat nie so viel erfasste Körperverletzungsdelikte zuvor gegeben, wie in den Jahren, in denen wir jetzt leben. Und wir stehen da vor mehreren Herausforderungen, denn es hat mit Blick auf die Brüche ein sehr starker Bruch stattgefunden hinsichtlich der möglichen Täterherkunft. Während wir in den anderen Phasen eher, also in den 70er, 80ern, eher die kleinen Gruppen hatten, die Zellen, in den 90ern rassistische Gewalt ein Massenphänomen gewesen ist, dann natürlich geprägt von dem, was wir als Klischee kennen, Neonazi-Skinheads, haben wir jetzt eine Ausdifferenzierung des Tätertyps. Das heißt, wenn wir uns die schweren Gewalttaten beispielsweise angucken, Wächtersbach, Hanau, den Mord an Jacques Lübcke, ich würde auch noch Taunusstein mit reinnehmen, wo ein AfD-Mitglied mit Stahlkugeln auf Geflüchtete geschossen hat, haben wir im Prinzip nur im Fall von Stefan Ernst den klassischen Tätertypus mit einem neonazistischen Hintergrund. Und wir wissen in vielen Fällen nicht, wer im Prinzip hinter den Gewalttaten gesteckt hat. Vielleicht abschließend dazu, Frankfurt ist ein Hotspot. 2019 und 2020 zusammengefasst fanden hier 40 behördlich registrierte Gewalttaten statt. Und das ist mit Abstand die höchste Quote für Gesamthessen. Und ich glaube, das ist nur wenigen bekannt, geschweige denn, dass wir überhaupt wissen, wer sind die Täter. Ich spreche in dem Fall immer von Tätern und Gender nicht, das auch ganz bewusst, weil, vielleicht an der Stelle noch ergänzt, aus unseren Forschungen heraus, würde ich sagen, geht die Summe derjenigen, die nicht männlich gewesen sind im Bereich der Gewalttäter, nahezu gegen null. Also das würde im Prinzip ein Gendern in dem Fall auch die Realität nicht widerspiegeln. Du hast es schon gesagt, man kann das jetzt nicht alles zusammenfassen. Trotzdem danke für diesen Reality-Check. Ihr habt ja dieses Buch und ihr werdet wahrscheinlich auch noch separat Veranstaltungen dazu machen und vielleicht können wir dich an anderer Stelle nochmal einladen und das alles ausführlicher hören. Aber wir sind ja heute hier, um das auch ein bisschen zusammenzupuzzeln, weil sich die hessischen Zustände eben nicht nur in Anführungsstrichen aus den organisierten Nazi-Strukturen ergeben, sondern eben auch aus anderen Phänomenen. Und da würde ich gern zu dir kommen, Tobias. Du bist ja auf dem Weg hier zur Veranstaltung, hast du dich durch die Stadt bewegt? Vielleicht kannst du mal sagen, wie oft du auf dem Weg hierher von der Polizei kontrolliert wurdest. Ja, wenig überraschenderweise kein einziges Mal, aber ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt nicht daran erinnern, dass ich in diesem Jahr oder auch, ich glaube, im letzten Jahr schon mal von der Polizei kontrolliert worden bin, was natürlich daran liegt, dass so wie ich aussehe, in Erscheinung trete, jetzt nicht in übliches Verdachts- oder Gefahrenmuster, Kontrollmuster der Polizei falle. Das ist ein Privileg, was leider nicht jeder oder jeder hat. Die Initiative Copwatch hat uns einen Beitrag zu ihrer Arbeit und zu ihrer Perspektive auf die Realität dieses Racial Profiling sozusagen beigesteuert zu der heutigen Veranstaltung. Und wir würden da kurz reinhören. Wir sprechen heute hier als Copwatch Frankfurt. Wir sind eine politische Gruppe, die sich seit 2013 zusammengeschlossen hat, um der Normalität von Racial Profiling etwas entgegenzusetzen. Wir schaffen konkrete Unterstützung und dauerhafte, selbstermächtigende Infrastrukturen für Betroffene. Unsere Arbeit hat drei politische Schwerpunkte: die Telefonhotline, die Informationsstelle und die Dokumentation rassistischer Polizeikontrollen in Frankfurt. Über unsere Hotline dokumentieren wir die Kontrollen anonym, denn die Polizei führt keine Statistik über ihr eigenes rassistisches Verhalten. Pro Woche rufen uns oft mehrere Personen aus dem Raum Hessen an, die uns als Betroffene oder als ZeugInnen von gewaltvollen rassistischen Handlungen durch die Polizei berichten. Sie erleben oder beobachten oft unbegründete Pass- und Personenkontrollen in Bahnhöfen, an Flughäfen, auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit oder nach Hause. Für die Betroffenen bleibt es oft nicht bei der Kontrolle. Beschimpfungen, Übergriffe und Misshandlungen seitens der Polizei gehören für viele zur Normalität. Werden gewalttätige PolizistInnen von den betroffenen Menschen angezeigt, bleibt dies in den allermeisten Fällen erfolglos. Betroffene von Polizeigewalt müssen in den allermeisten Fällen mit Gegenanzeigen rechnen, wenn sie BeamtInnen für die erfahrene Gewalt und den Rassismus anzeigen. Im Gegensatz zu den BeamtInnen aber, die sich strukturell bedingt gegenseitig decken, ist es für Betroffene oft viel schwerer, sich gegen die Vorwürfe der Polizei vor Gericht zu wehren. In unserer Informationsstelle bieten wir eine kostenfreie Begleitung an.
um Betroffenen Raum für ihre Erfahrungen zu geben und gemeinsam Handlungsmöglichkeiten zu überlegen. Wir besprechen, wie sich Betroffene beispielsweise gegen eine Anzeige wehren können und vermitteln je nach Fall zu anderen Beratungsstellen und AnwältInnen. Ständige Polizeikontrollen und herabsetzende Behandlung durch PolizistInnen sind aber nicht nur demütigend und verletzend, sondern haben Konsequenzen. Menschen beginnen, öffentliche Orte zu meiden, um nicht zum 100. Mal kontrolliert zu werden, zu spät zur Arbeit zu kommen oder um körperlich unversehrt zu bleiben. Viele verbinden die Polizei daher mit Angst, Wut, Ohnmacht und Ungerechtigkeit. Diese Alltäglichkeit von Racial Profiling wollen wir denormalisieren und die Öffentlichkeit für die Ausmaße und Konsequenzen der gewaltsamen Praxis von Racial Profiling sensibilisieren. Gerade in Hessen ist dies besonders relevant. NSU 2.0 oder die Versäumnisse der Polizei beim rechtsextremen Anschlag in Hanau haben uns gezeigt, dass wir ein gravierendes rechtsextremistisches Problem bei der Polizei haben. Dass Skandale um rassistisches Denken und Handeln innerhalb der Frankfurter Polizei keine sogenannten Einzelfälle sind, war für uns wie für viele, die seit Jahren gegen Polizeigewalt und Rassismus im Raum Frankfurt aktiv sind, keine Überraschung. Es gibt ein strukturelles Problem mit Rassismus und Rechtsextremismus in der hessischen Polizei. Es zieht sich durch alle Ebenen der Institution. Die Verantwortung, weiter bei Einzelpersonen zu suchen, verschiebt die Gewalt der Institution Polizei auf das uniformierte Individuum. Dieses ist jedoch nur Teil eines Polizeiapparats, der seit jeher für die Kriminalisierung und Gewalt gegen mittellose, migrantische, schwarze Menschen und POC steht. Gewalt, Rassismus und Rechtsextremismus sind keine Ausnahmen polizeilichen Funktionierens, sondern grundlegender Teil der Polizei. Statt dieser Gewalt zu begegnen, werden seit Jahren polizeiliche Befugnisse ausgebaut, Polizeigesetze ausgeweitet, zivilgesellschaftliche und demokratische Kontrollen weiter abgebaut. Es reicht nicht, hin und wieder extrem rechte BeamtInnen zu entlassen. Vielmehr sehen wir, dass die Polizei, und dabei tut sich die hessische Polizei besonders hervor, von rechtsextremen Netzwerken durchzogen ist. Wir setzen uns weiterhin für eine lückenlose Aufklärung aller rechtsextremen Netzwerke in der Polizei ein und fordern Konsequenzen, die heißen weniger Ressourcen, weniger Rechte und Kompetenzen und weniger Waffen für die Polizei. Außerdem fordern wir ein Ende aller rassistischen Polizeikontrollen, eine unabhängige Beschwerdestelle für Betroffene von Polizeigewalt und rassistischen Kontrollen mit eigenständigen Ermittlungsbefugnissen, sowie eine systematische Auseinandersetzung mit dem institutionellen und alltäglichen Rassismus in der Polizei, der Justiz und anderen staatlichen Behörden, sowie die Abschaffung sogenannter verdachtsunabhängiger Kontrollen und gefährlicher Orte. Bis diese Forderungen umgesetzt sind, fordern wir euch auf, hinsehen und einmischen, statt wegsehen. Seid solidarisch mit Betroffenen von Racial Profiling und anderen Formen von Polizeigewalt. Leistet solidarische und langfristige Unterstützung für Betroffene. Werdet aktiv gegen Polizeigewalt. Lasst uns gemeinsam den rassistischen Alltag bekämpfen, indem wir aufeinander aufpassen und solidarisch miteinander sind. We look out for each other. No justice, no peace, abolish the police. Ja, jetzt... jetzt haben wir schon viel von der Initiative gehört oder sozusagen auch aus diesem Alltagserleben der Beobachtung, der Dokumentierung von Polizeigewalt viele Stichworte gehört. Tobias, du hast erst kürzlich eine bundesweite Studie auch zur Polizei durchgeführt mit auch sehr erschreckenden Ergebnissen, in denen es ein hohes Maß nicht angezeigter rechtswidriger Übergriffe durch Polizeibeamte und BeamtInnen gab. Und das heißt letztlich eine massive Gewaltanwendung. Vielleicht kannst du nochmal aus deiner Perspektive mit beschreiben, gibt es dieses strukturelle Moment, von dem jetzt auch die Initiative gesprochen hat, und was macht es in der Polizei strukturell?
Ja, also genau. Wir haben eine Betroffenenbefragung durchgeführt zu rechtswidriger polizeilicher Gewaltausübung. Haben uns also zum ersten Mal vorgenommen, dass wir nicht nur das Hellfeld, die statistisch erfassten Verdachtsfälle angucken, sondern auch eben Fälle, die unangezeigt bleiben, und haben deshalb diese Online-Befragung durchgeführt und konnten am Ende so 3.370 Fälle ungefähr in die Auswertung einbeziehen, wo uns Leute also solche Vorfälle geschildert haben, wo sie sagen, da die Polizei hat gegen sie in einer rechtswidrigen Art und Weise Gewalt eingesetzt. Und mein Kollege Raphael Bär hat mal gesagt, in der Polizei passiert nichts zufällig, das ist alles geregelt und organisiert und gibt es für alles eine Vorschrift. Natürlich ist das kein Zufall, dass es diese Fälle gibt, sondern wenn wir als Gesellschaft eine Institution schaffen und damit beauftragen, bestimmte Situationen gewaltsam zu lösen oder jedenfalls stumm zu stellen, die Konflikte in dieser Situation stumm zu stellen, dann bringt das notwendigerweise auch diese Fälle rechtswidriger Gewaltausübung mit sich. Denn die Polizei setzt nun jeden Tag 100-fach, vermutlich 1.000-fach diese Gewalt ein, um Situationen stumm zu stellen, zu klären. Und natürlich gibt es dabei Fehler, gibt es dabei Grenzüberschreitung und gibt es dabei auch Missbrauch. Man sieht in der Forschung, es gibt sogar Beamte, in der Regel sind es Männer, die es eigentlich darauf anlegen, diese Grenzen zu überschreiten. Die haben in der Polizei auch einen eigenen Namen, die heißen da Widerstandsbeamte. Also das Problem ist innerhalb der Polizei auch durchaus bekannt. Diese Einzelfalldarstellung ist eigentlich was, was eher nach außen kommuniziert wird. Ja, insofern, innerhalb der Behörde ist, würde ich schon sagen, allen PolizeibeamtInnen ist klar, es gibt diese Situationen rechtswidriger Gewaltanwendung, es gibt diese Grenzüberschreitung. Jeder hat es schon mal erlebt im Dienst, bei sich selber, bei Kolleginnen und Kollegen. Und diese Darstellung, dass das Einzelfälle sind, dass das diese sogenannten schwarzen Schafe sind, ist eigentlich was, was nach außen präsentiert wird. Und das gilt jetzt nicht nur für Gewaltanwendungen, für rechtswidrige Gewaltanwendungen, sondern ich würde sagen, das gilt in gleicher Weise auch für Rassismus und ein Stück weit auch für Rechtsextremismus. Ich finde es immer ganz gut, zwischen den Bereichen noch zu unterscheiden, Rassismus und Rechtsextremismus, obwohl die in dieser Debatte immer ganz gerne in einen Topf geworfen werden. Aber ich glaube, wir tun gut daran, das nochmal zu differenzieren, weil es doch unterschiedliche Probleme jedenfalls gerade im Hinblick auf die Polizei sind. Beim Rassismus kann man, glaube ich, ohne weiteres sagen, wir leben in einer Gesellschaft, die rassistisch strukturiert ist. Das spiegelt sich natürlich auch in der Polizei wider. Es ist in dem Beitrag gerade schon angeklungen. Die Polizei hat in ihrer Geschichte immer schon die Aufgabe gehabt, die anderen in besonderer Weise zu polizieren, also die als fremd gelesen werden, die nicht dazugehören, die von außen dazukommen oder vermeintlich dazukommen. Das sind immer schon Personen, um die sich die Polizei in ganz besonderer Weise kümmern soll. Das ist gerade ihr Auftrag. Und daraus entsteht natürlich ein bestimmtes Wissen, ein bestimmter Habitus, eine bestimmte Praxis, die tief in die Organisation eingeschrieben sind und die man da auch nicht von heute auf morgen wegkriegt, obwohl natürlich es gesetzlicher Auftrag der Polizei ist, alle Menschen gleich zu behandeln. Ja, das Grundgesetz schreibt vor, Artikel 3, vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich, und das gilt natürlich selbstverständlich eigentlich auch für die polizeiliche Praxis. Sie sieht aber anders aus. Wir haben es gerade schon in Bezug auf Racial Profiling gehört. In der Polizei herrscht weithin eigentlich noch die Vorstellung vor, also so ein sehr klassisches Rassismusverständnis, überkommenes Rassismusverständnis. Also da ist ganz oft noch so die Vorstellung, Rassismus ist was Rechtsextremisten machen, was also mit der extremen Rechten zu tun hat, so eine klassische bewusste Ungleichheitsideologie. Und es gibt eigentlich wenig Verständnis für sowas wie unbewusste Vorurteile, Stereotype, für strukturelle Formen von Rassismus, obwohl die natürlich in der Polizei gerade eine besondere Rolle spielen. Und wenn es dafür kein Bewusstsein, kein Verständnis gibt, dann gibt es natürlich auch keine Möglichkeit, das zu reflektieren, damit einen kritischen Umgang zu entwickeln und das anders zu machen. Beim Rechtsextremismus ist eigentlich nach wie vor, würde ich sagen, das große Problem, dass wir gar nicht wissen, gar nicht sagen können. Beim Rassismus ist es schon ein bisschen besser, da wissen wir ein bisschen was. Aber beim Rechtsextremismus können wir eigentlich gar nicht sagen, wie groß ist denn das Problem, was passiert denn da eigentlich, ne? Es gibt immer so Schlaglichter, das können diese Netzwerke sein, wie bei Hannibal oder Nordlicht zum Beispiel, wo wir in Nordkreuz, wo wir wissen, dass es
dass es Verbindungen gibt von der extremen Rechten in die Sicherheitsbehörden hinein, dass es da Netzwerke gibt, aber das sind sozusagen Momentaufnahmen. Genau das Gleiche ist im Prinzip mit den Chatgruppen, die in Hessen, aber auch in NRW, in anderen Bundesländern aufgetaucht sind. Das sind ja Zufallsfunde. Ja, das sind in der Regel Chatgruppen, die sind ja nicht gezielt ermittelt worden, sondern da hat man wegen anderer Delikte ermittelt und hat ein Handy beschlagnahmt, ist dann auf diese Chatgruppe gestoßen und darüber ist dann überhaupt diese Chatgruppe in der Polizei erst aufgeflogen. Das heißt, auch das ist nur ein Schlaglicht, was jetzt zufällig an die Öffentlichkeit gerät. Über die reale Situation in der Polizei wissen wir sehr, sehr wenig. Wenn man sich so den Forschungsstand anguckt, der sehr dünn ist, es gibt so eine Handvoll Untersuchungen aus den 1990er Jahren, gerade kommen ein paar weitere dazu, dann muss man, glaube ich, so ganz grob zusammengefasst sagen, na, wir diskutieren eigentlich darüber, ob das Problem in der Polizei genauso groß ist wie in der Gesellschaft insgesamt oder ob es in der Polizei noch größer ist als in der Gesellschaft insgesamt. Und angesichts des mangelhaften Forschungsstandes kann man es eigentlich gar nicht sicher sagen, was von beiden jetzt der Fall ist. Du hast dich ja aber auch auf sehr vielfältige Art und Weise mit der Polizei als Behörde und Institution auseinandergesetzt. Und du hast jetzt auch schon eingangs gesagt, in dieser Behörde passiert eigentlich nichts, was ungeregelt ist. Und dann gibt es aber diese Chatgruppen, es gibt so Phänomene wie hunderte von Schussmunition werden aus der Asservatenkammer des Frankfurter Polizeipräsidiums entwendet. Also wie funktioniert das denn? Also sozusagen, oder wie muss ich mir das vorstellen, auch innerhalb der Logiken der Institutionen? Also sozusagen, wie viele, es sind ja nicht nur die Leute, die es entwendet haben, sondern irgendwie müssen da ja auch Leute weggeguckt haben oder es ignoriert haben oder. Also vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu deinen Erkenntnissen zu diesen strukturellen Institutionslogiken mit uns teilen. Ja, also ich glaube, ein Punkt, der wichtig ist, ist diese ganz starke Binnenkultur, ne, die auch als Cop-Culture verhandelt wird. Also das ist, die Idee ist quasi, es gibt eine Polizeikultur, die nach außen demonstriert wird. Das ist sozusagen das offizielle Bild, was die Polizei selber von sich in der Gesellschaft vermittelt. Und das kulturelle Eigenleben, das Innenleben der Behörde sieht aber eigentlich anders aus. Also was an der Basis, was die BeamtInnen teilen als kulturelle Vorstellung, was sie von Bild von ihrer Tätigkeit haben, was sie für ein Bild von der Gesellschaft haben, wie Gesellschaft funktioniert und was Probleme in der Gesellschaft sind und was ihre Rolle da drin ist, das ist eigentlich was mit dieser offiziellen Polizeikultur nicht unbedingt was zu tun hat. Teilweise überschneidet sich das, es kann aber auch in einem Widerspruch zueinander stehen. Und diese starke Binnenkultur, dieses starke Zusammengehörigkeitsgefühl sorgt dafür, dass Probleme eigentlich innerhalb der Behörde verhandelt werden, dass es so eine Abschirmung nach außen gibt, dass das dann gerne als Einzelfall deklariert wird, wenn es ein Problem gibt, was öffentlich bekannt wird, dass es aber eigentlich keine transparente Auseinandersetzung mit Missständen gibt, die in der Behörde stattfinden. Ja? Und die Polizei prägt von sich selbst ganz gerne das Bild nach außen, dass sie eigentlich immer richtig handelt und immer rechtmäßig handelt. Das ist auch ein Bild, was wir uns als Gesellschaft eigentlich ganz, oder jedenfalls die Mehrheitsgesellschaft sich ganz gerne so ausmalt und vorstellt. Das ist die Behörde, die sorgt für Sicherheit und Ordnung. Das sind die können wir rund um die Uhr anrufen, wenn wir einen Notfall haben. Und da wollen die Leute natürlich eine Vorstellung, ein Bild von haben, dass das auch ordentlich funktioniert und dass es da alles geregelt und ordentlich ist. Aber ist es natürlich nicht, wenn man hinter die Kulissen guckt, funktioniert da natürlich nicht alles richtig, sondern erstens arbeiten da Menschen, werden Fehler gemacht, zweitens ist eine Behörde, es ist extrem schwerfällig, eine Riesenbehörde mit Eigenlogiken, mit Eigenleben, wo die sich da Bahn brechen und wo nicht alles so klar geregelt ist, wie es nach außen dargestellt wird. Und wenn dann halt so Dinge passieren, dass Munition verschwindet oder so, dann ist es jetzt nichts, was unbedingt am nächsten Tag in der Zeitung steht, wenn es nicht irgendwelche Journalisten gibt, die es rausbekommen. Genau, die Schlaglichter werden wir noch gleich später vertiefen. Matti, ich würde erst gerne nochmal zu dir kommen. Du lebst jetzt auch schon seit sehr vielen Jahren in Hessen, also ich würde auch sagen schon seit Jahrzehnten. Was ist deine persönliche Hitlist oder deine persönliche Liste hässlicher Zustände? An was musst du da denken? Also ich glaube, meine persönliche Hitlist sieht eher so aus auf dem Level von aus dem Haus gehen ist halt stressig.
mit dem Kindergartenpersonal sprechen, ist stressig. Mit den LehrerInnen in der Schule sprechen, ist stressig. Nicht, weil ich in Hessen zur Schule gegangen bin, aber ich habe 2 Kinder, die jetzt in Hessen zur Schule gehen und ich finde es nicht besonders witzig. Und die Kinder, okay, 1 geht zur Schule, egal. Also, was glaube ich der Punkt daran ist, dass so wie du es auch anmoderiert hast, rechter Terror eben diese dann so plötzlich sichtbare Spitze ist und auch dasjenige ist, was dann irgendwie wahrgenommen wird und skandalisiert wird und öffentlich besprochen wird. Aber eigentlich sieht ja der Alltag für super viele Leute schon meilenweit entfernt von einem Anschlag überhaupt nicht so aus, dass es irgendwie ein okayer Ausgangszustand ist. Ich hab mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich eigentlich gerne noch anfügen würde. Darf ich das an der Stelle gerade mal machen? Also so ergänzend auf zu euren beiden. Ich hätte dich sonst auch noch weiter danach gefragt, aber also fang doch damit an und dann. Sascha, du hast ja gesagt, dass schon bei der Bundestagswahl 86 rassistische Hetze so eigentlich so ein großes Thema war und dass es so ein falsches Bild ist, dass es so vor allen Dingen in die Postwendezeit, in die 90er fällt. Und ich wollte noch mal ergänzen, dass das ja auch deswegen interessant ist, weil die Erinnerungskultur an Shoah und Poraimos ja bis Ende der 70er quasi inexistent war. Also es gab quasi die Überlebenden und es gab die Kämpfe der Überlebenden um Anerkennung, die ja auch also sozusagen insofern erfolgreich gelaufen sind, als dass sie ihr Anliegen durchbringen konnten, aber natürlich gegen total krassen Widerstand. Und erst Ende der 70er entwickelt sich sowas wie so eine öffentliche Gedenkkultur, die sozusagen nicht nur darin besteht, dass ein gerade staatstragender Politiker irgendwo einen Kranz niederlegt. Und das heißt, ich finde das deswegen wichtig, das auch nochmal so dazu zu ergänzen, dass in dieser gesellschaftlichen Situation tatsächlich der Normalzustand einer war, also 86, das ist auch das Jahr des Historikerstreits, also da ist auch gerade quasi diese große Debatte um, wer ist eigentlich schuld am NS, war es nicht doch Stalin, der es ausgelöst hat im Prinzip. Und es gibt erst seit 6-7 Jahren überhaupt sozusagen so eine öffentliche Debatte, eigentlich erst, also abseits von den Anliegen der Überlebenden immer natürlich, aber sozusagen in der TäterInnen oder irgendwie beteiligten bundesdeutschen Gesellschaft gibt es erst seit 6-7 Jahren wirklich so eine sichtbare und wahrnehmbare Auseinandersetzung mit dem NS und mit Poraimos und Shoah. Und die ist sofort von vornherein total stark begleitet von so Widerstand dagegen. Und ich finde das sozusagen in Bezug auf diese Frage nach der Normalität, das einfach nochmal echt so ganz klar macht, diese Kontinuität, die du da angesprochen hast oder die sozusagen den Aufhänger gebildet hat, die ist wirklich extrem ungebrochen. Und es gibt sozusagen Erfolge, diskursive, gesamtgesellschaftliche Erfolge, bestimmte Gegenpunkte zu setzen. Aber untergründig ist das sozusagen einfach in dieser bundesdeutschen Gesellschaft total stark verankert. Und das ist total normal, dass das so ist. Also sozusagen Gegenpositionen sind eigentlich das nicht Normalisierte. Und ich habe noch ein Anliegen in Bezug auf dieses Thema, welche Leute treten quasi in Erscheinung als diejenigen, die die Anschläge machen oder diejenigen, die Gewalt ausüben. Also ich will dem überhaupt nicht widersprechen, dass das wahrscheinlich auch, jede Statistik wird wahrscheinlich zeigen, dass das vor allen Dingen Männer sind oder Leute, die sich als Männer verorten, jedenfalls bei ihrer Geburt größtenteils so zugeordnet worden sind. Und jetzt ist ja aber das Problem dabei, dass
also gerade bei Statistiken eben gar nicht sichtbar wird, was eigentlich sozusagen an Netzwerkarbeit notwendigerweise irgendwoher geleistet wird. Und dass das natürlich, also in Bezug auf den NSU-Komplex ist es ja relativ deutlich geworden, wie das funktioniert. Aber ich möchte auch nochmal sagen, dass es sozusagen ganz generell so ein Ding ist, vielleicht zu sagen, es gibt so eine Art von Arbeitsteilung darin, also wie es halt auch gesamtgesellschaftliche Arten von Arbeitsteilung gibt und Care-Arbeit eben häufig nicht bei männlichen Personen liegt oder Leuten, die sich so verorten. Und ich glaube, das ist total wichtig, das da auch nochmal zu benennen, also sowohl in Bezug auf die Nazis als auch in Bezug auf die Bullen, weil nämlich Care Work in dem Fall halt auch heißt, für die Nazi-Party den Kuchen zu backen und die Flyer zu drucken und für den Kollegen, der jetzt einen stressigen Einsatz hatte und irgendwie vielleicht so ein bisschen überreagiert hat und dann jetzt aber auch erstmal nochmal so ein bisschen runterkommen muss. Da gibt es sozusagen, also Frauen sind sozusagen tatsächlich, würde ich sagen, also finde ich es wichtig zu markieren, zu sagen, die sind einfach in einem selben Ausmaß daran beteiligt. Nur machen sie das vielleicht nicht auf dem Level der gleichen Sichtbarkeit. Jetzt hast du damit schon angefangen. Ich wollte dich nämlich eigentlich danach fragen, was du findest, was die unterschiedlichen Faktoren sind, die in so einem, also die so ein strukturelles Moment eines problematischen, rassistischen, gewaltförmigen Normalzustandes produzieren, also wie sie ineinander greifen. Vielleicht hast du ja trotzdem Lust dazu, noch weitere Ausführungen irgendwie zu machen. Also zu dem Frage, ne, Amtsmissbrauch, Strafvereitlung. Wir haben sozusagen die Perspektive aus dem Sicherheitsapparat gehört, aber eben auch die organisierten Nazi-Strukturen, an denen immer diese Netzwerke hängen. Vielleicht, also ist ja so ein bisschen die Frage, wer schützt hier eigentlich wen vor was? Und ich dachte, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was über so sozusagen strukturelle Aspekte des rassistischen Normalzustandes eingehen. Du hast ja schon mit der Erinnerungskultur angefangen, aber vielleicht willst du noch ein bisschen mehr dazu ausführen. Ja, ich bin jetzt auch wirklich richtig stark verlockt zu sagen, fangen wir bitte beim Jahr 1492 an. Das ist vielleicht nur... Ich werde dann nicht von da aus bis heute kommen, aber jedenfalls ist das ja das Jahr, in dem die Reconquista quasi die erfolgreiche Vertreibung der maurischen Herrschaft aus Spanien zur Folge hatte und die Inquisition auch in Spanien so eine Art protorassistische, also bevor diese Kategorie der Rasse wirklich entstanden ist, aber so eine Art protorassistische judenfeindliche Politik oder Praxis irgendwie umgesetzt hat. Und es ist natürlich auch das Jahr, in dem der berühmt-berüchtigte Christopher Columbus einst auszog, um den Seeweg nach Indien zu finden. Und ich finde, dass das deswegen eigentlich ein wichtiges Datum ist, weil das sozusagen wie so eine Art Markierungspunkt für die Entwicklung der Moderne schlechthin gesehen werden kann. Und in einer kleinen Engführung, wenn wir irgendwie auf so Rechtsterrorismus, Rassismus und Polizei schauen, glaube ich, dass das irgendwie wirklich nochmal wichtig ist, auch irgendwie das so anzugucken und zu verstehen, dass, also das hast du ja auch genauso thematisiert, dass es eben nicht darum geht, dass da irgendwie ungeschulte Leute einfach nur Fehler machen, sondern dass da natürlich eine bestimmte Form von Systematik dahinter steckt und dass das, was halt der Job der Polizei im Wesentlichen natürlich auch ist, also ja, okay, sie sagen, sie passen auf uns alle auf, aber tatsächlich ist der Job ja irgendwie Herrschaft zu schützen und sozusagen eine gegebene Form von Herrschaft zu schützen. Und jetzt ist Demokratie da sicherlich irgendwie eine deutlich bessere Form von Herrschaft als viele andere, die es auch geben könnte, aber auch da ist ja quasi die Verknüpfung, den Staat, die Staatssicherheit quasi zu gewährleisten, die Sicherheit des Staates primär zu gewährleisten. Und das sagt ja schon total viel darüber aus, was da sozusagen eigentlich möglich ist und was sozusagen der Fokus ist, der damit gesetzt ist, weil auch Staaten, wie wir sie heute kennen, und deswegen habe ich 1492 da ins Spiel gebracht, sind ja gar nicht denkbar ohne die Geschichte
seit 500 Jahren, wie sie gelaufen ist. Und das heißt, dass Staaten ja sehr, sehr wesentlich darauf bedacht sind, eine Hoheit zu behaupten und die durchzusetzen, unter anderem natürlich ganz wesentlich über Grenzsetzungen. Und das ist ja sozusagen auch tatsächlich irgendwie der erste Punkt, noch bevor, also sozusagen von außen geschaut, ist es ja erstmal der erste Punkt, an dem man auf diese Staatsgewalt trifft. Und dann natürlich im Inneren einer Gesellschaft und eines Staates eben auch dafür zu sorgen, dass sozusagen ein ganz bestimmtes Verständnis von Ordnung, was im Wesentlichen quasi eine Verteilungsfrage ist, also eine Frage von welchen Leuten steht was zu, welche Leute haben zu was Zugang, diese bestimmte Form der Ordnung sozusagen zu stabilisieren und zu schützen. Ich fand das total gut, dass du nochmal auch auf die Komponente von, also vorher in der, auf die Komponente von Geschlecht auch eingegangen bist. Also welche Rolle sozusagen Männlichkeit darin hat und aber welche stabilisierende Wirkung auch sozusagen Flinterpersonen oder sozusagen weiblich gelesene Personen in so Netzwerkbildung oder aber auch in der Absicherung eines Normalzustandes geben können. Und ich habe mich gefragt, also Tobias, ob du vielleicht auch nochmal aus deiner Perspektive oder aus der Untersuchung der Behörde, Polizei und Sicherheitsapparaten nochmal sagen könntest, welche Rolle spielten da aus deiner Perspektive Männlichkeit beispielsweise oder Korpsgeist oder so? Oder wie greift es auch ineinander oder welche Komponente ist das jetzt auch in der Aufrechterhaltung solcher Logiken oder so? Ja. Spielt für die Polizei natürlich eine große Rolle. Also es gibt bestimmte Männlichkeitsbilder, Männlichkeitskonstruktionen, die in der Polizei dominant sind. An dieser Geschlechterfrage sieht man eigentlich schon sofort auf den ersten Blick, dass die Polizei nicht dieser berühmte Spiegel der Gesellschaft ist, weil nach wie vor Frauen und Männer in der Polizei sehr ungleich vertreten sind, auch wenn sich das im Laufe der Jahrzehnte schon verändert hat. Ne? Also es gibt überhaupt erst seit den 80er Jahren, jedenfalls in der Breite, Polizei in der Frauen, Frauen in der Polizei. Bis dahin war das eine reine Männersache. Und heute ist der Frauenanteil so bei knapp einem Drittel, aber sehr ungleich verteilt. Ne? Bei den BeamtInnen ist der Anteil kleiner und auch bei den Teilzeitbeschäftigten ist er umgekehrt größer. Das heißt, an bestimmten Stellen in diesem Apparat sitzen mehr Frauen, an anderen Stellen weniger. Wir sehen in unserer Untersuchung in diesen Gewaltsituationen, dass Frauen tendenziell seltener an diesen Gewaltsituationen beteiligt sind, also weibliche BeamtInnen, und dass sie auch anders wahrgenommen werden, sowohl von den Betroffenen als auch von den KollegInnen, und dass es bestimmte Männlichkeits- oder Weiblichkeitsbilder gibt, die den Beamtinnen und Beamten dazugeschrieben werden. Insofern würde ich sagen, das, was du gesagt hast, trifft natürlich auch auf die Polizei zu, dass quasi die verschiedenen Geschlechterrollen da jeweils ihre Funktionen in diesen Situationen erfüllen. Vielleicht nicht oder sicher nicht ganz so drastisch, wie das jetzt auf die rechtsextreme Gewalt gemünzt passen würde, weil die BeamtInnen schon auch an den Gewaltsituationen selber beteiligt sind, aber eben in unterschiedlicher Intensität, in unterschiedlicher Art und Weise. Und Sascha, vielleicht kannst du noch mal sagen, oder du hast in einem Vorgespräch mal, was wir hatten auch für den Podcast, hast du mal gesagt, dass dass du schon findest, dass es einen Unterschied gibt zwischen organisierter Rechter, also wozu du ja auch selber sehr viel recherchiert hast, und sowas wie rechten Meinungen oder Chatgruppen in den Sicherheitsbehörden, und dass es jetzt noch nicht notwendigerweise man da von organisierten Strukturen oder sowas reden kann. Und jetzt haben wir aber das Phänomen, und das kommt, finde ich, auch in dieser Studie irgendwie, finde ich, also von Tobias ganz gut raus, dass egal jetzt, ob es um Amtsmissbrauch, gewalttätiges Verhalten, Übergriffigkeit oder sowas geht, es gibt so eine Billigungskultur. Also es gibt Sachen werden nicht angezeigt, es gibt eine Billigungskultur. Und wenn wir jetzt mal drauf gucken, in welcher Dichte diese Vorfälle von so rechten Umtrieben, also von so diesen Chatgruppen, von so sozusagen Personen, die als Rechte auch erkennbar oder identifizierbar sind oder so. Wenn wir uns diese Dichte mal anschauen und die Polizei die Rechten in ihren Reihen nicht bemerkt, was
macht es dann eigentlich noch für einen Unterschied, ob das planvoll und systematisch ist oder die und man in Chatgruppen organisiert ist oder ob das sozusagen in Anführungsstrichen nur Chatgruppen sind und nur sozusagen Meinungsräume oder so. Worin besteht dann eigentlich noch der Unterschied, wenn es doch letztlich die Kultur der Institutionen prägt? In der Frage nach möglichen Zielen und dahinter stehenden Motiven. In der Frage der möglichen Tat oder der Meinungsäußerung. Also es ist schon auch im Bereich der Sozialwissenschaften elementar die Herangehensweise, wir haben eine Einstellungsebene und wir haben eine Organisationsebene. Und das ist auch eine Trennungsebene, die auch im Bereich der extremen Rechten analytisch angegangen wird. Und ich finde auch nachvollziehbar und berechtigt, wenngleich man auch sagen muss, der Tat geht die Einstellungsebene natürlich voraus. Und das impliziert immer, dass die Gefahr besteht, dass aus dieser Einstellungsebene Gewalt resultiert. Und damit natürlich auch die Billigung möglicherweise stattfindet. Also es gibt da eine klare Korrelation. Gleichwohl ist das für die Analyse hinsichtlich der Frage, was für eine Gefahrenlage besteht, schon, finde ich, auch wichtig, darin zu unterscheiden. Das würde ich vielleicht auch noch mal mit Blick auf die Frage der Geschlechterverteilung unterstreichen wollen. Stimme ich dir voll zu, was beispielsweise die Unterstützung von Netzwerken, die Rolle von Frauen in Neonazi-Szenen anbelangt. Gleichwohl ist, würde ich sagen, bis mindestens in die 80er, in die 90er hinein der Anteil der Frauen, die organisiert auftreten, marginal. Das heißt, in organisierten Strukturen finden sich kaum führende Frauen bis in den genannten Zeitraum. Das hat natürlich seine ideologischen Gründe, die du schon angesprochen hast, macht aber analytisch nochmal einen deutlichen Unterschied. Die Einstellungsebene, um darauf zurückzukommen, ich würde bei den Chatgruppen ja auch, wo man vielleicht nochmal ergänzen kann, das sind ja keine Chatgruppen, die gegründet wurden, dezidiert, damit man sich dort organisiert mit einem gemeinsamen politischen Ziel. Auch das finde ich ist nochmal wichtig, analytisch zu unterstreichen. Ist das jetzt tatsächlich die Motivlage oder haben wir es in dem Fall mit Chatgruppen zu tun, beispielsweise eine Gruppe, die von Hochschulbeamtinnen sowieso existiert und dort artikuliert sich jemand rassistisch, sexistisch, NS-relativierend, verherrlichend, was an sich immer natürlich ein Problem ist, nicht zuletzt bei Staatsdienerinnen. Oder haben wir es mit einer Gruppe zu tun, wo sich extrem rechtsorganisierte Beamtinnen zusammenfinden mit einer gemeinsamen politischen Losung, einem gemeinsamen politischen Motiv und möglicherweise daraus resultierend auch Taten folgen lassen. Das ist, glaube ich, analytisch schon nochmal wichtig zu unterscheiden. Matti, du siehst aus, als würdest du gerne noch was dazu sagen wollen. Nein? Ich war mir jetzt nicht sicher. Oder Tobias? Okay, also ich fände es auch wichtig, diese Einstellungs- und Praxisebene zu differenzieren. Es liegt natürlich nahe, dass aus einer bestimmten Einstellung auch ein Einfluss auf die dienstliche Praxis folgt, aber es ist nicht unbedingt zwingend. Man ist auch vorstellbar, dass jemand Einstellung hat und trotzdem erstmal rechtlich einwandfrei seinen Dienst versieht, genauso wie es umgekehrt denkbar ist, dass Leute diskriminierend handeln, ohne selbst eine bestimmte Einstellung unbedingt bewusst im Kopf zu haben, sondern aufgrund der Rahmenbedingungen so handeln. Das ist ja das, was wir unter strukturellem Rassismus verstehen. Das ist eine wichtige Differenzierung, glaube ich. Und ich würde auch ein bisschen davor warnen, also du hast es, glaube ich, gerade so formuliert, dass es den Geist der Organisation prägt oder so. Ich glaube, wir tun schon gut daran, wenn wir die Polizei differenziert betrachten. Die Polizei ist eine riesengroße Behörde oder sind eigentlich viele unterschiedliche Behörden. Das ist ein Riesenladen, da arbeiten in Deutschland 300.000 Leute und da gibt es nichts, was es nicht gibt. Ne? Das ist eine große Bandbreite von Leuten und wenn man da reinguckt, dann sind es auch ganz unterschiedliche Leute, auch politisch ganz unterschiedliche Leute und da gibt es nicht so wenige, die auch auf so einer Veranstaltung hier sitzen könnten. Und es ist sicher so, dass es bestimmte Dienstgruppen gibt, dass es bestimmte Bereiche gibt, die in so einer Weise geprägt sind, wo sich das verselbstständigt. Ne? Und ich glaube, dafür sind diese Chatgruppen ein ganz gutes Schlaglicht, wo das einfach mal sichtbar wird. Ja, das sind ja in der Regel Chatgruppen gewesen, die in einer bestimmten Dienstgruppe eröffnet worden sind zur Kommunikation in der Dienstgruppe
und die sich dann in dieser Weise verselbstständigt haben, ne? Wo man sieht, wie sich so eine ganze Dienstgruppe radikalisieren kann in so eine Richtung, weil es ein paar Leute gibt, die so eine Einstellung haben, die offensichtlich meinungsstark sind in dieser Dienstgruppe und sich damit durchsetzen und das Ganze dann so eine Entwicklung bekommt, wo andere Leute angezogen werden oder mitgezogen werden und dann am Ende eine Dienstgruppe ist, die in so einer Weise radikalisiert ist. Aber das steht, glaube ich, nicht stellvertretend für die Polizei insgesamt. Ne? Und ich glaube, es ist schon wichtig, auch darauf zu gucken, dass es viele BeamtInnen gibt, die sowas, also jedenfalls Rechtsextremismus, glaube auch ein bisschen anders als Rassismus, aber die Rechtsextremismus weit von sich weisen würden und die sagen würden, dass Nazis in ihren Reihen, in ihren Strukturen ein großes Problem sind und dass sie darauf keine Lust haben. Ja, und ich glaube, wenn wir diese wenn wir nicht so differenziert analysieren, dann kommen wir vielleicht auch nicht unbedingt zu Handlungsstrategien, die in Bezug auf die Polizei so zielführend sind. Ja, und ich will wirklich in keiner Weise sagen, dass es irgendwie Einzelfälle sind oder dass es einzelne Dienstgruppen sind. Wie gesagt, wir können wenig sagen, wie groß das Problem ist, aber ich glaube, es ist mindestens so groß wie in der Gesellschaft insgesamt. Und wenn wir uns das Erstarken der AfD angucken und was es mutmaßlich für Auswirkungen in der Polizei auch hat, gibt es wirklich jeden Anlass zur Sorge. Aber nicht die ganze Polizei ist so. Das ist ja die perfekte Überleitung eigentlich zur Diskussion über den Normalzustand. Aber willst du gerade... ja, bitte. Dann. Ja, also ich möchte noch mal eine Lanze dafür brechen, die Kiste sozusagen andersherum anzugucken. Also sozusagen zur Frage irgendwie, wie wird man der Polizei gerecht? Ich glaube, dass ein abolitionistischer Ansatz das ist, wie man der Polizei einfach wirklich sehr gerecht wird. Und zwar nicht nur, ja, bitte Applaus. Also tatsächlich nicht nur in Bezug, wobei das ja schon sehr, sehr viel wäre in Bezug auf Rassismus und rechten Terror, sondern Polizei schikaniert ja auch sehr, sehr viele andere Menschen von Berufswegen. Die Debatte, die dazu vielleicht geführt werden müsste, ist ja eine zu der Frage von, was für ein Verhalten wird eigentlich kriminalisiert und warum? Was hängt damit zusammen? Wie wäre quasi eine Gesellschaft denkbar, in der zum Beispiel Formen von Drogenverkauf oder Sexarbeit nicht kriminalisiert wären? Und dadurch, also das, was Abolitionismus ja im Kern sozusagen als Idee hat, ist jetzt ein System, das Gewalt produziert und reproduziert, daraufhin zu überprüfen, ob es quasi reformierbar ist, soll heißen, irgendwie ist es möglich, dieses System beizubehalten und die Gewalt wirklich drastisch zu reduzieren, die von diesem System ausgeht. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollte dieses System, das diese Gewalt produziert und reproduziert, einfach tatsächlich außer Kraft gesetzt werden und sollte durch etwas anderes ersetzt werden. Also ich glaube, da kommen wir eigentlich an den Punkt, wo wir so sehr, sehr grundsätzlich sprechen können, über die Frage von, das ist im Prinzip, Karin, Entschuldigung, dass ich dir jetzt vorgreife zum Thema, wie kann man das Ganze auflösen. Aber ich glaube, das gehört eigentlich ja in diese Perspektive hinein. Diese Frage danach, eigentlich die Frage, wie wollen wir denn gesellschaftlich zusammenleben? Und also es ist natürlich quasi auf der Ebene zu sagen, wie unterscheiden wir zum Beispiel zwischen Einstellungen und Taten. Ich möchte dem sozusagen nicht seine Richtigkeit absprechen. Ich will nur noch mal betonen, dass das auf eine bestimmte Weise natürlich eine Perspektive ist, die für viele Leute einfach also so weit weg ist, dass das ist sozusagen egal. Also haben die jetzt nur eine rassistische Einstellung oder würden sie jetzt auch gleich irgendwie danach handeln? Weil es im Zweifelsfall einfach keine zuverlässige Unterscheidung ist. Und ist ja sozusagen nicht umgekehrt, was darüber aussagt, dass es auch noch sozusagen ein paar zivile, Menschen, die, auch bei der Polizei gibt es Menschen, die würden natürlich nicht irgendwelchen rechtsextremen
Ansichten zustimmen und die finden es auch tatsächlich falsch, dass da irgendwie Nazis organisiert sind und so weiter. In dem Laden, der Teil der, also der ein großes, einen großen Teil des Gewaltmonopols auf sich vereinen kann, was ja nochmal eine eigenständige Problematik darstellt. Was das ja vielleicht viel mehr aussagt, ist sozusagen über diesen ganzen Normalzustand von, wie wenig problematisch ist es denn eigentlich und wie wenig, für wie wenig Aufregung sorgt es denn eigentlich permanent in so einem krass rassistischen Setting unterwegs zu sein? Also namens kann man jetzt irgendwie sagen, keine Ahnung, also ich würde ja sagen, wie in der Moderne, man kann das jetzt auch nochmal differenzieren, macht auch Sinn, das ist auch an allen Orten jeweils immer ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt. Aber es ist halt die Basis, es ist halt, das ist die Grundlage, von der aus wir ausgehen. Und je nachdem, womit man sich gerade beschäftigt, finde ich, ist es natürlich richtig und relevant quasi zu schauen, wie unterscheiden sich dann nochmal einzelne AkteurInnen drin und wie überführen die irgendwie unter Umständen, oder was sind irgendwie Eskalationspotenziale oder Eskalationsschleifen, die sich da ergeben. Ich finde aber, dass trotzdem irgendwie nochmal ganz klar irgendwie auch markiert werden muss, dass es sich ja, also dass das Problem ja nicht da anfängt, wo Leute, wo zum Beispiel so ein Chat vor sich hin eskaliert und auf einmal zu so, keine Ahnung, sind da halt so Nazi-Witze an der Tagesordnung, sondern es ist ja eine, gibt ja eine gesamtgesellschaftliche Basis, die das ermöglicht und dass die sozusagen tatsächlich einfach nicht aus dem Blick geraten darf. Und für Leute, die sich halt durch den Supermarkt bewegen und dann irgendwie angepöbelt und geschubst werden, wird die auch nicht aus dem Blick geraten. Das wollte ich noch mal anfügen. Das ist super. Ich würde das gerne auch gleich aufgreifen und dich noch bitten, das weiter auszuführen an dieser Frage dessen, was macht eigentlich diesen Normalzustand aus? Aber vielleicht genau wechseln. Das wäre auch die Übergabe in den nächsten Block. Ich würde trotzdem, bevor wir darauf zurückkommen, für den zweiten Block die Frage nach der Ungeheuerlichkeit der Normalität gern mit einem Audiobeitrag von Julia Jael Alfandari beginnen. Sie ist Leiterin der politischen Bildung der Bildungsstätte Anne Frank hier in Frankfurt und in verschiedenen politischen Initiativen auch aktiv. Sie kann heute leider auch nicht an der Veranstaltung teilnehmen, so wie die Initiative Kopfwatch auch nicht, und hat uns deswegen einen Audiobeitrag mit einer recht persönlichen Einblick auch nochmal in ihr Empfinden von dieser Normalität zur Verfügung gestellt. Als uns am 29. Mai 1993 die Nachricht vom tödlichen Brandanschlag in Solingen erreichte, waren wir gerade zu Besuch bei meiner Familie in der Türkei. Inmitten des familiären Schweigens über die Shoah, das sich wie ein Geist bei uns zu Hause breit gemacht hatte, wuchs ich auf, im Land der Täter. Nach Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Hoyerswerda und nun auch den Nazimorden in Solingen überlegte mein Vater, ob es für uns nicht sicherer wäre, Deutschland zu verlassen. In meinen Nazi-Träumen, wie ich sie nenne, rieben sich nachts die Narben der Vergangenheit auf. Auch dann, wenn ich im Spiegel meine dunklen Augen und schwarzen Locken betrachtete. Kennen Sie diese Angst? Als Hanau passierte, rief mein Vater für mich an. Wieder ein Nazi-Anschlag auf junge Menschen. Sei vorsichtig. Ich hatte nur wenige Monate zuvor einen ähnlichen Anruf erhalten. Damals kam ich gerade aus der Synagoge. Ein Nazi-Terroranschlag ausgeübt auf eine Synagoge und einen Dönerladen in Halle. Am 20. Februar 2020 war es plötzlich wieder da. Dieses erschlagende Gefühl der Ohnmacht. Die rassistischen Morde von Hanau waren kein Angriff auf uns alle, so wie gern behauptet wird. Im Gegenteil. Diese historische und strukturelle Entkopplung des Angriffs ist ein weiterer Gewaltakt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Opfer zu Tätern verkannt oder instrumentalisiert werden, in der Sicherheitsapparate rassistisches Wissen abrufen, in der Rechtsextreme sich rasant auf den Straßen und in den Institutionen mobilisieren. Überhaupt. Eine Gesellschaft, die historische Meisterin im Abstrahieren ist, im Wegschauen und im Schweigen, vom Familientisch über den öffentlichen Nahverkehr bis hin zu rassistischen Polizeichats. Bloß kein Kontra geben, so denken in Deutschland viele, da eh nichts zu machen sei. Nicht so gebildet, heißt es schnell über den rassistischen Polizisten oder über pöbelnde Erwachsene in der Bahn.
Ich kenne diese Frau mit Kopftuch oder den Mann mit den schwarzen Haaren, dessen Gesicht auf den Boden gedrückt wird, doch gar nicht. Ein weiterer Klassiker unter den AbstrahierungsmeisterInnen: Sie müssen verstehen, die Sache mit den Juden und den Ausländern ist eben komplex. Den antifaschistischen Wohlfühleffekt gönnt man sich dagegen lieber auf Knopfdruck. Ein Like, ein Reshare oder ein Sticker gegen rechts, besonders gern an Gedenktagen. Durch das Überleben meiner Großeltern lernte ich früh, dass ich ein derartiges banales Scheuklappenwissen nicht abrufen kann. Während die meisten Deutschen nichts davon gewusst haben wollen oder einen Schlussstrich ziehen möchten, plagten sich meine Großeltern und die Menschen um sie herum durch ihr Leben im Zerriss eines unerbittlichen Schuldgefühls, überlebt zu haben. Wie also Raum für ein selbstbestimmtes Trauern und für ein Denken der Verflechtungen ermöglichen, wenn sich die Strukturen und Gewaltereignisse fortschreiben und nicht zur Vergangenheit, sondern der Gegenwart angehören? Für Betroffene von Rassismus und oder Antisemitismus gehört Erinnern eben nicht zum guten Ton. Es ist eine nicht aushaltbare Qual und zugleich ein Prozess der Ermächtigung. Aus der Trauer schöpfen wir Widerständigkeit und Empathie. Es ist unsere Stärke gegen rechte Kontinuität und ermöglicht ein Denken in Bündnissen. Die Initiative 19. Februar aus Hanau fordert zum Hinsehen und zum Handeln auf. Erinnern bedeutet keinen jährlichen Blumenstrauß, sondern strukturelle Veränderung und eine gerechte Aufklärung. Ihren Forderungen zuzuhören und sie umzusetzen, ist nicht nur unsere demokratische Pflicht, sondern auch unsere historische Verantwortung. Am 9. Oktober, heute in 4 Tagen, gedenken wir dem schrecklichen Terroranschlag in Halle. Schmerz ist politisch. Unser Erinnern, das kulturelle Erbe von Gewalt und Trauma sind partikular. Und dennoch sind unsere Narben verwoben. In diesen Tagen schmerzen sie besonders. Ich finde, was der Beitrag und also ich finde, dass der Beitrag ganz gut anknüpft, auch an wie du aufgehört hast, Matti. Und vielleicht also können wir auch direkt noch bei dir weitermachen mit dieser Frage des Normalzustandes. Also dieser Normalzustand ist ja sozusagen schon per se eigentlich ein problematischer Begriff. Also sozusagen, du hast es schon angefangen zu skizzieren, ne, dass er immer auch, also dass er eben von einer bestimmten Norm ausgeht und darin auch die Abweichung definiert. Und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, wie, also auf welche Art und Weise du der Meinung bist, dass dieser Normalzustand zustande kommt und vor allen Dingen aber auch, welche Auswirkungen er hat. Also welche Wirkung und Auswirkung eine solche Form von Normalzustand eben für Personen innerhalb und außerhalb der Norm hat. Oder andersrum, warum ist also sozusagen die, wir haben jetzt von der Polizei gehört und von rechten Strukturen, jetzt könnte man ja sagen, das umfasst ja gar nicht die gesamte Gesellschaft, darin hast du total gut kontrastiert ja auch diesen Punkt des Normal, also den Punkt der Norm oder des Normzustands eingebracht. Warum ist und muss das eine Frage an uns alle gleichermaßen sein? Also ich glaube, tatsächlich ist das ja vielleicht, bevor das eine Frage an uns alle ist, tatsächlich die Frage, ob es überhaupt eine Frage an uns alle ist. Also zum Beispiel in dem Beitrag wurde das jetzt ja auch gerade nochmal extra, also tatsächlich nochmal so ganz deutlich markiert, als es ist eben nicht ein Problem von allen, sondern das sozusagen, was der rassistische, antisemitische oder wir können ja vielleicht mal sagen, sowas für Deutschland ein postkolonialer und postnationalsozialistischer Normalzustand ist ja noch immer ein Zustand, der für einen doch recht großen Teil von deutscher Gesellschaft einfach vollkommen okay funktioniert. Und das nicht einfach im Sinne von, ja, sie sind halt irgendwie moralisch, keine Ahnung, verkommen und kümmern sich nicht um ihre Mitmenschen, sondern ich würde da an der Stelle für so eine sinnvolle, halbwegs materialistisch unterfütterte Perspektive auf Ungleichheitsverhältnisse plädieren, um zu verstehen, dass das natürlich eben was mit Verteilungsfragen zu tun hat und dass der Umstand, dass bestimmte Körper zur Ausbeutung freigegeben sind,
für genau den Teil der Körper, die nicht zur Ausbeutung auf demselben Level freigegeben sind, natürlich enorme Vorteile mit sich bringt. Und tatsächlich, ich glaube, vielleicht würde ich einfach diese Frage erstmal so, ich wusste ja schon, dass du die stellst. Ich habe halt nicht so richtig eine Antwort darauf gefunden. Also ich habe mich gefragt, okay, also ich bin ja auch von Hause aus Politikwissenschaftlerin, ich bin sogar angestellt im Fachgebiet Demokratieforschung. Es ist im Übrigen auch mein engster Bezug zu Hessen. Ich arbeite an einer hessischen Uni. Mein Gehalt kommt vom Land Hessen, darüber bin ich äußerst zufrieden, denn es ist ein sehr gutes Gehalt im Verhältnis zu anderen Arbeitsstellen. Ja, das ist aber schon tatsächlich mein nächster Bezug dazu. Also auf dieser Ebene von Politikwissenschaft und Demokratieforschung lässt sich natürlich argumentieren, Demokratie kann nur dann ein sich selbst erhaltendes und auch ein sich selbst irgendwie transzendierendes, sich selbst verbesserndes System sein, wenn wir diese Frage sozusagen tatsächlich in den Raum stellen und sagen, das geht uns alle an, jetzt gucken wir mal wie. Aber Demokratie steht ja tatsächlich als politische Form, also Demokratie als politische Form ist überhaupt nicht getrennt zu denken von der organisatorischen Form des Staates und natürlich insofern auch nicht zu denken getrennt von quasi dem gesamtgesellschaftlichen Verhältnis Kolonialität. Ich glaube, es ist vielleicht, keine Ahnung, ob wir da nochmal irgendwie begrifflich drauf eingehen wollen, aber Kolonialität beschreibt ein Begriff von Anibal Quijano aus so Decolonial Studies, dekoloniale Studiengruppe aus Lateinamerika und beschreibt so im Groben dasjenige globale Verhältnis. Also es gibt einen Namen, es gibt Kolonialität gibt den Namen für das Verhältnis ab, was sich quasi aus der kolonialen Begegnung ergeben hat. Also das ist insofern unterschieden von Kolonialismus, als dass es nicht einfach ein akut koloniales System ist mit einer Kolonialverwaltung, Kolonisierenden und Kolonisierten, sondern es versucht, dem einen Namen zu geben, dass natürlich so 500 Jahre oder 450, so roughly, so eine Art von Gewaltbeziehung zu anderen Leuten, Übernahme von ganzen Kontinenten, massenhaft, also immer wenn die Leute Angst vor dem großen Austausch haben, denke ich so, have you ever heard of the transatlantic slave trade? Also diese gesamte karibische Region und die Amerikas waren halt einfach nicht von schwarzen Leuten bewohnt, sind es jetzt aber. Also talk about großer Austausch. Auf jeden Fall und natürlich die zum Teil sozusagen unsystematische und zum Teil systematische Vernichtung von indigener Bevölkerung. Und jedenfalls, das bleibt nicht ohne Folgen, wie wir wissen, oder wie wir hoffentlich wissen, wie ich es zumindest weiß. Und Kolonialität ist quasi der Versuch, dem Namen zu geben. Und also die Rekonstruktion, an der ich mich jetzt gerade versucht habe, in der ich mich ein bisschen verloren habe, war quasi, wir können in Bezug auf Demokratie sagen, hey, wenn wir diese Idee von Demokratie ernst nehmen, dann gehen wir miteinander in die Auseinandersetzung darüber, gemeinsam zu verhandeln, was verstehen wir unter Gesellschaft, wie wollen wir zusammenleben. Diese politische Form der Demokratie ist aber nicht losgelöst zu verstehen, ohne ihre organisatorische Form, die wir konkret akut wiederfinden im Staat. Das heißt, Demokratie und Staat sind einfach so eng verknüpft, dass wir die nicht einfach getrennt voneinander betrachten können und sagen können, Demokratie ist das gute Prinzip und dem wollen wir folgen und dann gibt es noch so ein paar problematische Aspekte am Staat. Sondern die Herausforderung, darüber nachzudenken, ist quasi tatsächlich schon auch einfach zu verstehen, wie die miteinander vermittelt sind. Und dann war sozusagen der letzte Schwenk zu diesem Punkt der Kolonialität zu sagen, und Staat hat, das ist die Geschichte, die quasi die Staatsform mit sich bringt. Und das alles quasi in Bezug auf deine Frage, warum geht uns das alle was an, zu der ich tatsächlich, glaube ich, erstmal nur sagen kann, ich weiß es tatsächlich nicht, weil es uns alle sehr unterschiedlich angeht. Natürlich lässt sich irgendwie darauf auch sowas antworten wie, dass Systeme, die irgendwie, oder gesellschaftliche Strukturen, die Gewalt reproduzieren, das natürlich auch für diejenigen tun, die erstmal in einer eher privilegierten Position darin existieren.
Aber trotzdem, ich finde es tatsächlich, vielleicht können wir einfach diese Frage erstmal tatsächlich als Frage stellen, ob es uns alle was angeht. Beziehungsweise was quasi die Voraussetzung wäre, was wäre die Voraussetzung dafür, dass wir uns alle gleichermaßen davon so betroffen fühlen würden, dass wir denken, das ist eine Frage, die sich an uns stellt. Es würde ja vielleicht anfangen mit der erstmal mit der Wahrnehmung dessen, dass es überhaupt einen Zustand gibt, von dem Leute unterschiedlich betroffen sind, beziehungsweise der sozusagen, also ich habe das ja am Anfang in der Einleitung gesagt, die hässlichen Zustände sind so ein Amalgam, was sich aus unterschiedlichen Sachen zusammensetzt und was jetzt eben nicht für alle gleichermaßen ein Problem aufwirft, was für andere aber ein strukturelles Bedrohungsmoment auslöst. Und vielleicht können wir genau in der Diskussion gleich nochmal auf deinen Punkt zurückkommen. Ich würde trotzdem gerne nochmal vorher den Schwenk machen, weitere Facetten dieses Normalzustandes hinzuzufügen, nämlich also an dich, Sascha, die Frage, dass also man muss sich ja mal fragen, oder du hast sozusagen sehr, sehr klar irgendwie diese Kontinuität rechter Organisierungsstrukturen in Hessen dargestellt, aber man muss sich ja mal fragen, wie kann das eigentlich sein, dass die sich so ungestört organisieren können? Und welche Form von politischer Rückendeckung gab es denn da, also jetzt gerade mal mit Blick auf sowas wie hessische CDU, hessische FDP, die ja auch eine sehr eigenwillige Traditionsgeschichte haben. Es lohnt sich wirklich sehr, sich das mal genau anzugucken. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, auch in diesem tatsächlich sozusagen klassisch-politischen Feld, welche Form der Rückendeckung, der Billigung, der vielleicht des Gewährenlassens, wie ich das am Anfang formuliert habe, da eigentlich stattfindet oder welcher Raum da aufgemacht wird, der ja auch eine halbe Antwort schon auf diese Frage ist. Große Frage. Also ich würde dir erstmal widersprechen, dass ich in Hessen, aber auch in der Bundesrepublik glücklicherweise die Nazis nicht ungestört entfalten konnten. Also wenn man sich vergegenwärtigt, was für eine mörderische Ideologie das ist und die Ideologie immer zum Morden führt, hätten wir unvorstellbare Zustände. Das ist insofern, glaube ich, nochmal wichtig, auch aus zwei Blickwinkeln das zu betrachten, nämlich wenn wir sagen, die konnten sich ungestört entfalten, ignorieren wir die erfolgreichen zivilgesellschaftlichen antifaschistischen Kämpfe gegen die extreme Rechte. Ohne diese sehe es wahrscheinlich in der Bundesrepublik in Hessen deutlich schlimmer aus. Also das ist, glaube ich, ich finde es auch ganz wichtig, das zu betonen, weil man sich immer klar machen muss, die Kämpfe, die wir führen, sind nicht ohne Erfolg. Ich würde auch so weit gehen, sagen, dass die hessische Neonazi-Szene vergleichsweise, aktueller Stand, strukturell schlecht aufgestellt ist, sehr schlecht aufgestellt ist, auch in einem bundesweiten Vergleich zu anderen Bundesländern, ist auch die Folge daraus, dass es hier immer eine sehr starke, jetzt mit immer meine ich jetzt tatsächlich ab den 70ern gedacht, starke antifaschistische Bewegung gegeben hat. Vielleicht ein Beispiel, gerade Frankfurt wurde von der Neonazi-Szene immer sehr, sehr stark fokussiert, beispielsweise 74, 77 und 78 fanden hier die Deutschlandtreffen der NPD statt. Es ging darum, explizit, so hat sie NPD formuliert, die erste nationaldemokratische Stadt Deutschlands auszurufen. In den 80ern waren das andere Neonazis, die explizit hier im Rhein-Main-Gebiet, Langen beispielsweise, ausländerfrei, die erste ausländerfreie Stadt ausrufen wollten und das tatsächlich in die Tat umsetzen. Das ist alles im Prinzip verhindert worden. Glücklicherweise diese Zustände, also diese Deutschlandtreffen, sind dadurch beendet worden, dass 40.000 Menschen 1978 den Römer besetzt hatten und gesagt haben, okay, hier nicht weiter. Und 1979 ist die NPD dann in den Werra-Meißner-Kreis abgehauen und glücklicherweise so in dieser Form nie wiedergekommen. Und sowas lässt sich tatsächlich durchziehen. Ich glaube auch zu der Betrachtungsweise, warum die Neonazi-Szene nicht ungestört agieren konnte, gehört auch schon noch den Blick auf die staatlichen Reaktionen zu richten. Das ist eine widersprüchliche Situation, würde ich sagen. Zum einen ist die Liste extrem lang an Verfehlungen, an Missachtungen, an Ignoranz gegenüber tatsächlich bestehenden Strukturen. Und deswegen braucht es jetzt die Zivilgesellschaft immer wieder. Und zum anderen hat es auch immer wieder Eingriffe gegeben, also Stichwort vor allen Dingen Verbote von Organisationen, Parteien, Strukturen, die Neonazi-Szene immer wieder behindert haben.
Ja, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal was zum Nährboden sagen. Genau. Auch. Also der sich ja vor allen Dingen auch jenseits der ultrarechten Parteien, die man dann mal verbieten kann. Okay, das kriegt man dann im Zweifel auch noch hin oder sowas. Aber sozusagen, es gibt ja einen Nährboden jenseits genau dieser explizit rechten Strukturen. Genau. Das ist, wenn wir uns das dominierende Motiv rechter Gewalt in Hessen auch anschauen, der Rassismus. Also das ist ganz klar, auch haben wir herausgearbeitet, das zentrale ideologische Motiv und die Korrelation zu gesellschaftlichen Debatten, hatte ich schon in meinem ersten Beitrag angesprochen, die liegen nahezu auf der Hand. Inwiefern, ich kann gleich auch noch auf die CDU zu sprechen kommen, als diejenigen beispielsweise, ich hatte es vorhin schon angeführt, mit 86 auch eine sehr, sehr relevante Rolle dafür einnehmen, inwiefern es aber eine direkte Korrelation gibt. Das ist, glaube ich, auch historisch in den unterschiedlichen Phasen noch mal genauer zu betrachten, aber gleichwohl die extreme Rechte reagiert auf insbesondere die rassistische Diskurse, fühlt sich davon motiviert. Das können organisierte Strukturen sein, das kann aber auch der gemeine Rassist sein, der sich dann berufen fühlt, irgendwas in die Tat umzusetzen. Mit Blick weiter zurück können das aber auch andere Motive sein, um das nur kurz deutlich zu machen. Rassismus ist nicht das einzige, wenn auch das dominierende Motiv rechter Gewalt in der Geschichte Hessens gewesen. Also der Antikommunismus hat es erwähnt, die Gewalt gegen politische Gegnerinnen zieht sich auch ständig durch, hat zum Teil auch den Rassismus phasenweise, beispielsweise in den 2000ern, Stichwort autonome Nationalisten, verdrängt. Aber da geht es natürlich auch immer wieder um Personengruppen, die einer politischen Linken, also einer eher nicht mehrheitsgesellschaftlich besonders wohlwollenden Gruppierung zugerechnet werden müssen. Und klar, die CDU ist die Partei, die über die ganzen Jahrzehnte hinweg wahrscheinlich aus der bürgerlichen Mitte heraus Stichwortgeberin für rassistische Diskurse gewesen sind. Und das haben wir in Hessen besonders ausgeprägt beobachten können. Also die hessische CDU war lange Zeit der sogenannte oder Teil des sogenannten Stahlhelms innerhalb der Union, so hat man das tatsächlich genannt, aufgrund der extrem rechten Ausrichtung führender Politiker, in dem Fall, glaube ich, muss man das gendern auch nicht anführen, in dieser sehr, sehr männlichen, vor allen Dingen lange Zeit sehr, sehr männlichen Partei, also Alfred Drecker und andere, aber bis zu Roland Koch, Stichwort 1999, die Unterschriftenkampagne gegen die Integration von Menschen, die aus deren Sicht, aus ihren völkischen Sichtweisen heraus nicht als deutsch wahrgenommen wurden. Das hat ihnen letztendlich auch 1999 den Sieg bei den Hessischen Landtagswahlen gesichert. Das ist sicherlich ein ganz elementarer Punkt, aber gleichwohl, es gibt innerhalb der extremen Rechten natürlich diesen Rassismus, diese Gewaltbereitschaft gegenüber dem politischen Gegner immer, und sie ist Teil der Ideologie. Und in welchen Phasen es tatsächlich einen konkreten Zusammenhang gibt, das muss man sich mal von Fall zu Fall auch anschauen. Tobias, vielleicht nochmal auch an dich die Frage. Also du hast gesagt, es gibt nicht so viele Studien zur Polizei. Und dann hast du eine gemacht und bist mal direkt angegriffen worden, auch noch von der Gewerkschaft der Polizei. Okay, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend, aber es gibt keine Untersuchung, dann findet eine statt, dann gibt es sofort sozusagen ein reflexhaftes Wehren dagegen und auch ein ständiges und wiederholtes Bemühen dieser rhetorischen Figur der vereinzelten schwarzen Schafe. Das hast du eh schon angesprochen. Vielleicht kannst du vielleicht auch nochmal aus deiner Perspektive sagen, was diese rhetorische Figur eigentlich auch damit zu tun hat, also mit dem Problem, vor dem wir stehen, oder mit diesem Konglomerat, was sich aus dem, ne, so einem rassistischen Alltagsbewusstsein, so einer Behördeninstitution und dann diesem Wegschauen, was da drin ja steckt, zusammensetzt. Ja, auch große Frage. Also ich hatte ja vorhin schon ausgeführt, ich glaube, es hat viel so mit der starken Binnenkultur, mit der Cop-Culture zu tun, die versucht, so eine Abschottung nach außen zu erreichen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber für Polizei auch irgendwie funktional und notwendig, dass sie sich nach außen so präsentieren kann, dass sie gut handelt, dass sie richtig handelt, dass sie ihre Aufgaben so erfüllt, wie das Recht es auch vorsieht und keine Fehler macht, sondern rechtmäßig handelt, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens ist sie in ihrer Praxis auf
gesellschaftliche Legitimität angewiesen. Ja, je mehr Bürgerinnen und Bürger ihr Vertrauen, ihr Handeln im Prinzip richtig finden, desto einfacher ist der Job der Polizei, oder umgekehrt, je weniger Vertrauen die Gesellschaft in die Polizei hat, desto schwieriger wird eigentlich polizeiliche Praxis. Und auf der anderen Seite repräsentiert die Polizei ja diese gesellschaftliche Ordnung, und in dem Augenblick, wo in Frage steht, dass sie wirklich selber für diese Ordnung steht, indem sie quasi selber bricht und das offensichtlich wird, tun sich eben die grundlegenden Widersprüche auf, die auch mit der Organisation Polizei verbunden sind. Und deshalb bemüht sich die Polizei, glaube ich, aus zwei Gründen, nämlich einerseits wegen dieser starken Binnenkultur und andererseits, weil es funktional notwendig ist, darum, ihr Verhalten nach außen als richtig, als gut zu präsentieren und Fehler kleinzureden. Ja, und das macht es schwierig, macht es für Gesellschaft schwierig, Probleme, die es in der Polizei gibt, zu thematisieren, zu problematisieren und anzugehen. Es macht es aber auch in der Organisation schwierig, für Leute, die da eine kritische Haltung haben zu bestimmten Fragen, gehört zu haben oder sich einen Raum zu schaffen. Ne? Ich glaube, dass in NRW nach dem Bekanntwerden dieser Chatgruppen und nachdem Herbert Reul gesagt hat, da wird jetzt aufgeräumt und so eine Leute haben in der Polizei nichts zu suchen, gab es eine kleine Anzeigewelle in der Polizei von PolizeibeamtInnen, die hingegangen sind und gesagt haben, ja guck mal hier, bei mir gibt es auch so eine Chatgruppe, ne? Weil es durchaus Leute gibt, die was dagegen haben, die auch was machen würden, die sich aber oft gar nicht trauen, was zu machen, weil man das in der Polizei eben nicht tut, sondern weil Fehler, Probleme, Missstände da eher unter der Decke gehalten werden, als nach außen gerichtet werden. Und genau das macht es aber schwierig, die Polizei und das ganze Problematische, was es in der Polizei gibt, eben zu thematisieren. Und diese Einzelfälle oder die schwarzen Schafe sind eigentlich der Inbegriff dafür. Weil das ist ja quasi die Argumentationslogik, dass bestimmte Fälle, die doch bekannt werden, die an die Öffentlichkeit kommen, die quasi nicht mehr negiert werden können, ausgesondert werden und gerade von der Organisation getrennt werden und gesagt wird, die gehören nicht zu uns, mit denen haben wir nichts zu tun, aber das ist ein Einzelfall. Und gerade indem wir diesen Einzelfall nach außen kehren, können wir auch dokumentieren, das hat mit uns, mit unserer Wirkung, mit unserer Praxis nichts zu tun. Aber wir haben ja schon mehrfach heute gehört und angesprochen, dass die Polizei natürlich die Ordnung, in der wir alle leben, soziale, gesellschaftliche Ordnung, die in vielen Stellen eine Verteilungsfrage ist, ein Ausdruck kapitalistischer Vergesellschaftung ist, reproduziert, also nicht nur sichert, sondern auch reproduziert in ihrer Praxis und herstellt. Und diese Fragen, die können eigentlich nicht gestellt werden, ne, wenn das Ganze von dieser strukturellen Ebene auf Einzelfälle, auf individuelle Fälle reduziert wird. Matti, du hast ja also, oder wenn wir jetzt anfangen, über den Normalzustand zu reden, ne, und wer davon wie betroffen ist, man kann es ja auch mal umdrehen und sagen, es hat sich ja auch, gesellschaftliche Zusammensetzung hat sich ja geändert und wir leben in Hessen, in einem Bundesland mit 6 Millionen Einwohnerinnen, von denen gut ein Drittel einen migrantischen oder postmigrantischen Background haben. Also wahrscheinlich, also sozusagen sind das sogar sehr konservativ geschätzte Zahlen und der Anteil postmigrantischer der postmigrantischen Gesellschaft ist viel höher. Und gleichzeitig gibt es ja, also wenn wir das jetzt so hören und so, also so richtig, es gibt starke Beharrungskräfte des Normalzustandes vielleicht. Und vielleicht kannst du noch mal kurz skizzieren, woraus die aus deiner Perspektive resultieren. Oder, ja. Also ich glaube, dazu ließen sich jetzt unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Aber ich würde mal gerne uns hier selbst als Beispiel kurz nehmen, weil ich habe das Gefühl, wir sind ein gutes Beispiel dafür, wie wir so versuchen, unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen. Und also wird später die Rückmeldung des Plenums darüber entscheiden, wie gut es uns gelingt tatsächlich. Aber mein Eindruck ist gerade, dass wir so tatsächlich irgendwie weniger pro Person sozusagen eine Schwerpunktsetzung haben, wie wir Sachen besprechen, sondern dass
ich in der für mich ein bisschen schwierigen Rolle bin, zu sagen, ja, aber guck mal hier, jetzt guck mal hier bis 1492. Und quasi die Aufgabe, glaube ich, wäre, das nochmal zu vermitteln mit dem, was ihr beiden mitbringt, wo ich jetzt nicht darüber urteilen will, wie komplex ihr jetzt da eure Aufgabe gerade erlebt, aber sozusagen an so konkreten Momenten, wie zum Beispiel dieses Beispiel mit, wie funktioniert irgendwie Eskalation in solchen Chatgruppen, oder dem Umstand, dem Rechnung zu tragen, dass selbstverständlich nicht jeder einzelne Polizistin gleichzeitig gerne ein Mitglied irgendeiner rechtsextremen Terrorgruppe sein will. Aber das sozusagen, wie vermitteln wir das miteinander? Und ich finde das, also ich habe den Eindruck, dass es uns gerade jetzt schon dafür, dass wir vorbereitet sind und diese feste Absicht haben, erstaunlich wenig gelingt. Und ich glaube, das sagt super viel quasi über so einen Normalzustand aus, über darüber, wie, was sind wir denn gewohnt zu verhandeln? Wie sind wir es gewohnt, irgendwie Dinge miteinander ins Gespräch zu bringen? Und natürlich ist so ein bisschen dazu auch, glaube ich, einfach so Stichwort quasi sowas wie Parallelgesellschaft, was ja als Stichwort irgendwie so ein rechtes Schlagwort ist von, oh, da gibt es irgendwie diese ganzen Migranten, die sich jetzt hier irgendwie nicht integrieren wollen, aber nur unsere Sozialsicherungssysteme ausnutzen möchten. Aber eigentlich bezeichnet der Begriff ja irgendwie ganz passend einen nicht nur hessischen, sondern irgendwie bundesdeutschen Zustand oder auch, keine Ahnung, das wird jetzt in Frankreich und Großbritannien auch nicht anders sein, wo ganze gesellschaftliche Gruppen irgendwie auf einem derart grundsätzlichen Level überhaupt null Eingang und Mitgestaltungskraft zu dem haben, was so als die Gesellschaft begriffen wird. Ja, die gibt es und ja, es gibt auch irgendwie wohlmeinende Reden zu dem Thema, wie diesen benachteiligten Gruppen irgendwie zu mehr zum Beispiel Repräsentanz verholfen werden soll. Und das bleibt aber sehr, also das ganze Nachdenken geht natürlich irgendwie von mehrheitsdominanten Positionen aus, die auch irgendwie diese Gruppen gar nicht wahrnimmt als irgendwie eigenständige AkteurInnen, die da schon einfach vor sich hin machen, was sie halt machen und sich um sich selbst kümmern, sich um ihre eigenen Belange und Bedürfnisse kümmern. Und das irgendwie auch tatsächlich erfolgreich unter dem Radar von Mehrheitsgesellschaft tun, weil von Mehrheitsgesellschaft einfach nicht viel zu erwarten ist, außer irgendwie Stigmatisierung und Mitleid vielleicht noch oder im Zweifelsfall natürlich auch einfach Neid oder sowas wie Missgunst, sowas wie, kann sich ja jetzt über Rassismus beschweren, aber es soll dann schon auch, oder über Antisemitismus, aber es soll halt schon so sein, dass auch klar ist, dass du ein Opfer bist und ich dir helfen kann. Also ich glaube, dass es wirklich, dass es super schwierig ist, irgendwie zu einem Punkt zu kommen, wo wir tatsächlich irgendwie es schaffen. Und ich sehe mich jetzt gerade nicht als die Person, die hier spricht für randomly marginalized communities. Aber ich glaube, wir sind einfach extrem weit von dem Punkt entfernt, wo wir überhaupt irgendwie ernsthaft uns so weit begegnen, dass wir mal anfangen können, ein Gespräch zu finden, ist zumindest mein Eindruck. Das ist jetzt ein bisschen undankbar, weil ich auf die Uhr geguckt habe und das ein Punkt wäre, an dem man jetzt super wichtig weiterreden müsste. Wir aber gleichzeitig ja noch zu dem Block kommen wollen, was es bedeutet, die hässlichen Zustände aufzulösen oder welche Praxen da drin auch stecken können. Und vielleicht ist es ja aber auch trotzdem eine Möglichkeit, diese Frage mitzunehmen. Deswegen würde ich tatsächlich ganz kurz nochmal darauf verweisen, dass wir auch einen Audiobeitrag der Initiative aus vom 6. April aus Kassel zur Verfügung gestellt bekommen haben, in dem quasi das Erinnern als Widerstand gegen die Negierung des Lebens von Menschen ohne Lobby, das ist vielleicht so ein bisschen auch nochmal der Bogen zu dem, was Matti gerade gesagt hat, aufgegriffen wird und dargestellt wird. Vielleicht können wir den kurz hören. Und am 6. April 2006
wurde Halid Yozgat in seinem Internetcafé in der Holländischen Straße in Kassel ermordet. Viele Jahre wurde anschließend gegen seine Familie rassistisch ermittelt und auch in der Medienberichterstattung wurden sie belastet, bis der NSU 2011 öffentlich wurde. Nach der ersten von Stadt und Familie Yozgat begangenen Gedenkveranstaltung für Halid 2012 gründete sich die Initiative 6. April, um in öffentlichen Gedenken an Halid Yozgat die Perspektive der Familie zu zentrieren. Durch die Anwesenheit des Verfassungsschützers Andreas Temmet zur Tatzeit ist die staatliche Involvierung im NSU-Komplex an diesem Tatort besonders deutlich. Als Initiative versuchen wir daher immer wieder zu fragen, wieso Temme sich nicht als Zeuge gemeldet hat, was staatliche Sicherheitsbehörden wussten und warum er trotz mehrerer Falschaussagen weiterhin unbehelligt bleibt. Der Untersuchungsausschuss im Hessischen Landesparlament wie auch der NSU-Prozess am Oberlandesgericht München brachten dazu leider zu wenige Erkenntnisse. Auch wie und warum Halid ausgewählt wurde, bleibt unbeantwortet. Dass das Netzwerk NSU juristisch wenig bis nichts zu befürchten hat, zeigt sich bis heute immer und immer wieder. Die Forderungen der Familie bleiben weiterhin ungehört. Halids Vater Ismail Yozgat sagte 2016, Zitat, "Ich habe viel nachgedacht, wie ich die kommende Generation vor braunem Gedankengut und den Folgen daraus schützen kann. Es müsste etwas sein, was diese grausamen Morde niemals vergessen lässt und immer gegenwärtig bleibt, um immer ein wachsames Auge zu haben." Halid ist in der Holländischen Straße geboren, hat dort gelebt und wurde dort brutal ermordet. Mit einer Umbenennung in Halidstraße bin ich fest davon überzeugt, dass viele sich fragen werden, wie die Namensgebung stattgefunden hat. Somit werden diese grausamen Morde niemals in Vergessenheit geraten und das wachsame Auge weiterhin gestärkt. Zitat Ende. Als Initiative unterstützen wir die Forderung der Familie Yozgat nach der Umbenennung. Die letzten Jahre haben uns gelehrt, dass das Gedenken an rassistische Morde gesellschaftlich eingeklagt werden muss. Seit dem Ende des NSU-Prozesses im Juli und des Hessischen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses im November 2018 gibt es eine abschließende und relativierende Rhetorik von Seiten der Stadt Kassel, die zunehmend versuchte, sich aus dem öffentlichen Gedenken rauszuziehen. Die Pandemie spielte der Stadt dabei in die Karten. Die Gedenkveranstaltungen am 6. April werden immer kleiner. Wir laden alle Menschen ein, an diesem Tag nach Kassel zu kommen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sensibilisieren und mobilisieren wir Menschen über Kulturräume. So wurde bei der Ausstellung Documenta 14 eine Arbeit von Forensic Architecture gezeigt, die beweist, dass Andreas Temme lügt. Mit regem Interesse finden außerdem regelmäßig Theaterstücke und Podiumsdiskussionen statt, die immer wieder Öffentlichkeit und Interesse generieren. Zuletzt kooperierten wir mit dem bundesweiten Theaterprojekt Kein Schlussstrich. Weiterhin bemühen wir uns in Kassel immer wieder, antirassistische und antifaschistische Kräfte zu bündeln, um gemeinsam auf eine rechte Szene hinzuweisen, die sich sehr sicher gibt, da sie immer wieder gestärkt aus Gerichtsprozessen hervorgehen kann, da für neonazistische Gewalt kaum juristische Konsequenzen zu erwarten sind. Ganz im Gegenteil. In letzter Zeit zollten häufiger RichterInnen mehr oder weniger direkt Neonazis Verständnis für ihre Taten. In Kassel sind seit dem Mord an Halid weitere Menschen Opfer rechter und rassistischer Gewalt geworden. Viele von ihnen begleiten wir gemeinsam mit unseren FreundInnen von Kein Schlussstrich Nordhessen eng. Was fehlt, ist vor allem finanzielle Unterstützung der Überlebenden. Schwer traumatisiert sind die meisten nicht mehr arbeitsfähig. Aber weil die TäterInnen nicht gefasst werden, steht ihnen keine Opferentschädigung zu. Der Staat, das Land und die Kommune versagen hier doppelt und dreifach. Die Notwendigkeit einer lückenlosen Aufklärung, die Benennung aller Verstrickungen und die juristische Aufarbeitung des Netzwerks des NSU-Komplex bleibt daher umso aktueller. Hässliche Zustände zu überwinden, heißt für uns, das Wissen der Betroffenen zu zentrieren, ihre Perspektiven zum Ausgangspunkt unserer Arbeit zu nehmen, um so migrantisch situiertes Wissen und antifaschistisches Recherchewissen zu verbinden.
Nur wenn wir voneinander lernen und unsere Analysen mit unseren Kämpfen verbinden, können wir zukünftig verhindern, dass rassistische Morde so lange nicht als solche erkannt, angeklagt, verurteilt und aufgeklärt werden. Auf den Staat können wir uns dabei leider nicht verlassen. Bereits 2006 wiesen die Angehörigen der Opfer des NSU mit einer Demonstration auf den rechten und rassistischen Hintergrund der Mordserie hin und forderten, das Morden muss aufhören. Die Überlebenden und Angehörigen aus Hanau müssen diese Forderung mit ihrer beeindruckenden Arbeit weitertragen. Auch für heute gilt es, dies weiterhin einzufordern und gemeinsam in solidarischen Bündnissen die Realität der Gesellschaft der vielen zu verteidigen. Ja, das mit den solidarischen Bündnissen ist nicht immer so einfach. Darüber müsste man jetzt eigentlich noch sehr viel länger reden. Trotzdem würde ich gerne in diese Überleitung zu der Frage des hessischen, also wie lösen wir diese hässlichen Zustände eigentlich auf, gern Hagen das Wort geben, der heute für die Initiative 19. Februar da ist. Ihr seid seit über 2 Jahren unermüdlich dabei, mit den Angehörigen gemeinsam zu streiten an lückenloser Aufklärung, angemessener Erinnerung, sozialer Gerechtigkeit, politischer Konsequenzen. Das werden alle hier im Raum sicherlich kennen. Und trotzdem würde ich sagen, spiegeln die hässlichen Zustände oder hässlichen Verhältnisse bilden sich in der Art eurer Arbeit nochmal in besonderer Art und Weise ab. Und vielleicht kannst du was dazu sagen, worin diese hässlichen Verhältnisse aus eurer Perspektive bestehen und woran ihr gerade arbeitet. Schön, dass du hier bist. Ja, guten Abend erstmal. Ich versuche mal aus der Hanauer Erfahrung ein paar Sachen zusammenzufassen, die irgendwie passen zu dem, was ich jetzt von euch gehört habe, oder denke zu passen. Vielleicht auch noch mal ein paar Fragen anzuschließen. Ich kann jetzt nicht groß ausholen. Ich sag mal, Mai 2020, wenige Monate nach dem Attentat, ja, wir hatten schon den Laden in Hanau eröffnet sehr schnell, den Treffpunkt, und hatten uns schon mit den Angehörigen, Überlebenden oft getroffen, ausgetauscht, hatten mitbekommen, was alles fürchterlich gelaufen ist in der Nacht, und hatten dann im Mai, als der Innenausschuss in Wiesbaden tagte, das erste Mal zu Hanau, sind wir da zusammen hingefahren. Waren dann auch drin im Landtag, war ja Corona, so im eigenen Videoraum. Und ich sag mal, ich bin lange in der antirassistischen Bewegung tätig, aber vor allem mit Anti-Abschiebungskämpfen und den Kämpfen an den Außengrenzen in Initiativen aktiv, und bin dann vielleicht auch ein bisschen naiv da erstmal hingefahren. Aber es war klar, der Innenminister wird reden. Ich wusste auch, dass wir da jetzt nicht viel zu erwarten haben, aber das hat mich schon auch nochmal aus den Socken gehauen, muss ich sagen. Also alle uns, die da waren. Wir waren mit den ganzen neuen Familien dort. Das erste Mal. Und ich würde sagen, es wäre doch relativ einfach gewesen, nach so einem Wahnsinn, 9 Morden in einer Nacht, zu sagen, hey, unfassbar. Darauf waren wir natürlich überhaupt nicht vorbereitet. Also jetzt hätte Boyd sagen können, waren wir überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich glaube, meine Polizisten haben das Beste gemacht, aber wahrscheinlich sind einige Fehler passiert, lasst uns die zusammen aufarbeiten. Das wäre doch das Normalste von der Welt gewesen und wäre auch einfach gewesen, zumindest mal signalisieren, ja, dass es hier irgendwie einen Prozess geben muss drum. Stattdessen stellt er sich hin und sagt, das ist alles super gelaufen. Also für uns schon irgendwie unfassbar, dass es so geht. Und es war eigentlich dann auch sozusagen der Startpunkt für das, was wir bis heute erleben. Vertuschen, schönreden, lügen, was wir beim Polizeiberat erleben. Und auch die Frage nachher nochmal, wie ist das mit der Loyalität? Ich werde nochmal darauf zurückkommen. Das verstehe ich auch bis heute nicht. Ja? Dass im Polizeiapparat niemanden gibt aus dem Internen, der dem widerspricht. Irgendwer eine von heute
von euch hat Nordrhein-Westfalen angesprochen, habe ich aufmerksam zugehört, wenn das wirklich da der Fall war, sehr gut. In Hessen, für Hanau kann ich sagen, und ich glaube auch NSU-mäßig, ja, ist das eben nicht der Fall. Und das ist doch ein Wahnsinn, dass es in dem Polizeiapparat niemanden gibt, der da widerspricht. Ja. Also wir waren da sozusagen mit der ersten Vertuschung schon konfrontiert, hatten nicht die geringste Ahnung zu diesem Zeitpunkt, was noch alles schiefgegangen ist. Wir haben ja dann zum ersten Jahrestag, dem wir auch über die Angehörigen Akteneinsichten hatten und so, könnt ihr euch vielleicht erinnern, haben wir natürlich eine große Öffentlichkeit geschaffen, rund um die Kette des Versagens, die wir bis dahin schon aufgearbeitet hatten. Es wurde dann immer mehr. Erst später kam das mit den 13 Rechtsradikalen, also mit den SEK-Beamten, die in diesen rassistischen Chats sind. 13, wir wissen nicht, ob 30, ob 50, ob 20 eingesetzt waren in Hanau in der Nacht. Aber wir wissen, 13 von denen sind in diesen rassistischen Chats aktiv gewesen. Alles ist, das war auch durch Zufall rausgekommen, hat ja mit Hessen gar nichts zu tun. Ich würde fast sagen, wenn das eine hessische Ermittlung gewesen wäre, wäre sie unter den Tisch gefallen. Das war eine rein pfälzische Ermittlungsgeschichte, deswegen konnte sie wahrscheinlich nicht unter den Tisch gekehrt werden. Hat er dann zur Auflösung diese SEK-Einheit geführt, wie auch immer das jetzt der Stand der Dinge ist. Ich will sagen, es gibt ja immer wieder diese Vertuschungen, Lügen. Wir mussten, also Nico Paun, der Vater von Willy Paun, hat an diesem Mai-Tag im Wiesbadener Landtag das erste Mal das Handy seines Sohnes in die Öffentlichkeit gehalten. Hier sind die Notrufe drauf von meinem Sohn, die versuchten Notrufe in Hanau. Ja. Das hat ja ewig gedauert. Und bis jetzt, 18. Juli, im Untersuchungsausschuss in Hessen, nochmal der Polizeipräsident, der es war die ganze Zeit, Ullmann, lügt, einfach lügt. Alle wissen, er lügt. Und sagt, er selbst wusste gar nicht mal, dass der Notrufüberlauf in Hanau nicht funktioniert hat. Das ist so unfassbar, dass sich das immer so weiterzieht. Ich glaube ja, dass die Behörden, Beuth und alle anderen wahrscheinlich gedacht haben, okay, lass die mal schreien, nach einem Jahr ist Ruhe. Das, glaube ich, den Gefallen haben wir nicht gemacht. Ja. Wir kämpfen weiter. Wir haben nach dem ersten Jahrestag weiter Druck gemacht in vielerlei Formen. Wir haben es geschafft, dass dieser Untersuchungsausschuss, als wir den am Anfang thematisiert haben, hat niemand geglaubt, dass wir den durchkriegen können. Der wurde dann eingerichtet werden. Wir haben durchgesetzt, dass dort erstmalig für einen Untersuchungsausschuss die Angehörigen Überlebenden zuerst reden und das auf den Tisch packen, was alles in Hanau in der Nacht und auch danach, in den Tagen, in den Wochen danach schiefgelaufen ist, insbesondere das Polizeiversagen. Und wir haben dann, es war ja eben auch schon von Kassel Forensik-Architektur thematisiert, ja, haben dann hier diese Ausstellung im Kunstverein gemacht in den letzten Monaten, die jetzt nach Berlin und dann nach Hanau zurückkommt, also mit der werden wir auf jeden Fall weiterarbeiten, die nochmal in unglaublicher Akribie eigentlich aufarbeitet, was alles wann wie schiefgelaufen ist. Ich würde sagen, wir waren eine sehr laute Stimme schon bislang und wir werden das auch bleiben. Wir haben immer gesagt, Hanau, wir werden keine Ruhe geben. Und ich glaube auch, dass wir relativ erfolgreich waren auf der öffentlichen Ebene. Also wenn man sich anguckt, dass der Staatsanwalt aus Hanau ja eigentlich alles eingestellt hat. Und man so sagen könnte, ja was, wir haben doch alles geprüft. Aber weder Notausgang noch Notruf noch Waffen, alles eingestellt gegen den Vater. Ja? Was wollt ihr eigentlich noch? Aber so redet niemand. Wenn wir jetzt letzte Woche den Georg Leber Preis Zivilcourage bekommen haben in Kassel von der IGBAU verliehen, gut so, Gewerkschaft, dann reden alle, bis zur Bundesbauministerin, die da Rede hält, reden vom Polizeiversagen. Also im Narrativ, in dem, wie berichtet wird, haben wir eigentlich gewonnen. Niemand glaubt mehr den Lügen der Polizei, aber es hat keine Konsequenzen. Vielleicht sind wir zu ungeduldig. Wir sind jetzt 31 Monate danach. Ja. Vielleicht braucht es noch mehr Zeit und langsam in Tippelschritten passiert irgendwie doch was in den Apparaten. Ja. Es bleibt sicherlich nicht völlig folgenlos. Aber das, was wir sagen können im Hinblick der Behörden, ich sage auch mal Waffenbehörde, ja, in Gelnhausen, unfassbar. Die haben eine komplette Aussageverweigerung gemacht. Das war der kürzeste Untersuchungsausschuss in Wiesbaden, 8 Minuten vorbei. Die haben sich einfach alle geweigert, überhaupt was zu sagen, weil angeblich noch ein Verfahren offen wäre.
Und das, was wir von der Polizei erleben, ich habe ja schon angedeutet, auf den verschiedensten Ebenen, das ist eine einzige Vertuschung und Lügengeschichte. Und es hat keine Konsequenzen. Ullmann, dessen, also nach dieser Lügengeschichte jetzt letzten Monat war eigentlich klar, der ist nicht zu halten, der Mann, wurde jetzt weggelobt. Ja, er wurde in den Ruhestand versetzt. Kann man sagen, kleiner Erfolg, aber ich meine, das ist doch der Hammer. Also wurde in den Ruhestand versetzt. Wir hatten noch gar keinen Nachfolger, jetzt gibt es ja den Nachfolger. Und es hatte aber eigentlich auch, wie gesagt, nicht eine Konsequenz irgendwie, dass dieser Mann sich dahin stellt und so lügt. Diese Diskrepanz ist, glaube ich, schon nochmal besonders wichtig. Oder ist auch, wenn wir immer, war immer die Frage der Zäsur, war Hanau eine Zäsur? Wir haben gesagt, ja, auf bestimmten Ebenen ja. Wie gesagt, auch in der Medienberichterstattung, super, dass da viele engagierte, empathische Journalisten eigentlich dauerhaft gut berichten, muss man sagen, die natürlich die Familien auch gelernt haben zu sprechen, sich die Medien angeeignet haben und laut sind, aber auf der Ebene der Konsequenz jetzt behördlich, polizeilich, würde ich sagen, nahezu null. Nahezu null. Und wie gesagt, die Frage, die mir vorhin einfiel, Loyalität, ja. Wenn ein Polizist in Hanau, nur in Hanau, mal sagen würde, ja, der Notausgang war verschlossen, weil wir ein einfaches Spiel haben wollten mit den Razzien, was alle wissen in Kesselstadt, die da einen ausgegangen sind, ja, wäre die Sache gelaufen. Es würde klar werden, wer hier alles versagt hat. Ja. Ich glaube, es gibt noch x andere Beispiele, wo natürlich ein Wort wichtig wäre, aber es macht niemand. Ja. Und das ist schon, finde ich, besonders bitter oder zeigt, wie festgefahren das doch ist. Und diese Loyalität und egal wie weit, ja, es geht um Tote, um Willy Paun, ja, klar ist, dass der gestorben ist wegen diesem fehlenden Notruf und eine riesige Chance gehabt hätte zu überleben und keiner sagt was dazu, es gab keine Entschuldigung, es gab kein Zugehen von irgendeinem Hanauer Polizisten auf die Familien, gar nichts. Ja. Und ich finde, das macht, also ist schon eine bittere Wahrheit, wie gesagt, auch dazu gehört und ich denke, wir können nichts anderes machen, als weiter zu kämpfen. Ich fand das gut, wie du das nochmal gesagt hast. Du würdest auf der Ebene auch sagen, die Kämpfe sind entscheidend, ja? Die Selbstorganisierung ist entscheidend und sie immer wieder konfrontieren mit dieser Vertuschung, mit den Lügen. Ja, Dankeschön. Danke, Hagen, dass du das gerade nochmal so zugespitzt hast, auch weil auch weil Hanau da drin nochmal ein besonderes Exempel dafür ist, wie groß diese Diskrepanz ist zwischen sozusagen einem Sprechen, einer vielleicht sogar einer Einsicht oder sozusagen dem nur unbewussten Normalzustand und sozusagen dem totalen Beharren und Insistieren, dem ständigen Einklagen seitens von Initiativen, das ist ja sozusagen, da seid ihr nicht das einzige Beispiel, in Kassel ist das ja genauso, und dem das trotzdem gelogen werden kann. Und das sozusagen, das ist ein bisschen wie diese NSU 2.0 Nummer, dass selbst dass Briefe noch rausgeschickt wurden, nachdem bereits Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden. Das sagt ja total viel darüber aus, wie sicher sich auch in, wie sicher man sich in diesem Normalzustand wähnt. Genau, deswegen wollen wir jetzt mal so ein bisschen den Bogen schließen nochmal dazu, was man auch tun müsste, um die aufzulösen. Und ich würde Mati da gerne nochmal, also genau, das ist, wir haben uns leider ein bisschen verkalkuliert hier in der Zeit, deswegen egal, das wird jetzt vielleicht gar nicht so eine ganz lange Runde, aber es wird sowieso eine Frage sein, die uns noch sehr lange beschäftigt und vielleicht können wir trotzdem nochmal einen Einstieg darin machen. Und Matti, ich würde gerne bei dir nochmal anfangen. Du hast mal in einem deiner literarischen Beiträge geschrieben, ich warte auf den Untergang des Abendlands, heiß ersehnt und unendlich fern, aber nichts passiert, wie eben nichts passiert, wenn nichts passiert. Was finde ich, was sollte denn passieren, was könnte denn passieren, um die hässlichen Zustände aufzulösen? Also das, was du jetzt da zitiert hast, ist ja auch quasi tatsächlich ein Text, der sich
quasi auf Hanau auch bezieht und auf quasi diese Black Lives Matter-Welle 2020. Ich kann kein Multitasking, deswegen muss ich kurz abwarten, bis Karin wieder hier ist. Und weil ich Sorge habe, dass ich zum Kinderdienst antreten muss, aber es war nicht das. Okay, gut, sorry, Entschuldigung. Nee, mir wurde gerade gesagt, dass wir noch weniger Zeit haben, als ich gerade einkalkuliert hatte. Okay, also long story short, ja, die große Frage ist ja eigentlich immer, okay, wir stellen fest, es ist irgendwie grässlich und wirklich unhaltbar und es ist einfach, also es ist halt auch einfach ein krasses Versagen von uns allen, dass wir irgendwie da nicht es gebacken kriegen, irgendwas zu unternehmen, aber tatsächlich weiß ich es auch nicht. Und also ich glaube, dass es halt auch wirklich keine einfache Frage ist. Und natürlich lassen sich so ein paar irgendwie konkrete Sachen sagen, wie, also okay, man kann jetzt erstmal die Polizei entwaffnen zum Beispiel. Langfristig könnte man auch sagen, okay, sie muss nicht entwaffnet werden, sondern eigentlich ist es in einem abolitionistischen Sinne eine Gewaltinstitution, die aufgelöst gehört. Und dann könnte man darauf hoffen, dass da irgendwie weitere Sachen wie Grenzregime und sowas irgendwie mit einhergehen, Gefängnisse insgesamt. Aber letzten Endes finde ich das eigentlich, also natürlich, also wir uns irgendwie super schnell darin verheddern zu sagen, okay, wir können jetzt nicht einfach warten, bis die Revolution kommt, auf der einen Seite, weil das kostet halt einfach sehr viel Glück und Menschenleben, bis und man weiß nicht wann und wie und ob überhaupt. Und deswegen brauchen wir irgendwie auch relativ konkrete Sachen. Und die sind aber einfach super eng verstrickt mit, also mit der Funktionslogik von dem, was wir jetzt den ganzen Abend über versucht haben zu kritisieren. Und natürlich heißt Funktionslogik auch, dass Sachen irgendwie eingeholt und eingezwängt werden und irgendwie so entschärft werden, dass sie vielleicht, also in der Polizeistelle Dessau sind einfach mehrere Leute in derselben Polizeistelle, zum Teil mit denselben BeamtInnen getötet worden und es ist einfach nichts passiert. Und ich finde, das macht überhaupt nicht die Arbeit der ganzen Leute, die dazu arbeiten und die das aufklären, weniger wert, sondern das zeigt nochmal, gegen was für krasse Mechanismen die eigentlich ankommen müssen, um bei sowas Krassem wie, okay, irgendjemand kommt in die Polizei rein und kommt halt tot wieder raus, was wirklich, das ist total normal, es passiert halt ständig. Nur meistens werden die Leute nicht zusätzlich noch angezündet und deswegen kommt es halt nicht zu solchen Schlagzeilen. Aber es passiert wirklich dauernd, tot in Haft, unklar, irgendwas passiert, depressiv oder Herzinfarkt. Das ist auch ein Teil von diesem Normalzustand. Und also vielleicht, ich möchte das mal abgeben, wegen der Zeit zum einen und zum anderen, weil ich auch keinen Lösungsvorschlag habe. Genau, also damit wir nicht ganz so fatalistisch aus dem Abend gehen, sehen wir ja auch parallel da so verschiedene Beispiele für Praxen, in denen Leute versuchen, die hässlichen Zustände in verschiedensten Art und Weisen und auch über Jahre hinweg anzugreifen oder zu skandalisieren oder aufzulösen. Ich würde trotzdem, also auch trotz der mangelnden Zeit, trotzdem euch beiden noch mal kurz auch eine Abschlussfrage stellen, bevor wir leider die Veranstaltung vor dem wirklich interessanten Teil beenden müssen. Tobias, vielleicht kannst du noch mal sagen, du hast jetzt auch noch mal viel aus Hanau gehört, du hast selber viel zu den Logiken in der Polizei geredet. Die Polizei- und Bürgerbeauftragtenstelle in Hessen ist immer noch unbesetzt. Was bräuchte es denn deiner Meinung nach für eine Veränderung in der Polizei? Also ich meine, ist Abolitionismus quasi das Einzige, was uns übrig bleibt? Oder was sollen wir jetzt machen? Ja und nein, also ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Und ich glaube, das ist da, also aus der Weite des Feldes rührt ja auch ein bisschen, dass wir vielleicht eher so nebeneinander als miteinander geredet haben. Wir können jetzt natürlich lange auf so einer ganz konkreten Ebene reden, was bringt ein Polizeibeauftragter, eine Polizeibeauftragte, wie müsste so eine Stelle ausgestaltet sein, was bringt Diversität in der Polizei, was bringen so ganz, ganz konkrete Sachen, und trotzdem werden sich die grundlegenden Dinge damit nicht lösen, nicht erledigen. Und würde ich auch sagen, es ist natürlich eine spannende, wichtige, herausfordernde
Diskussion über Abolitionismus zu sprechen und zu überlegen, wie können denn eigentlich andere Mechanismen aussehen, auch wenn es, glaube ich, eine Debatte ist und ich meine, das hast du auch die ganze Zeit schon gesagt, die ganz eng mit der Frage verbunden ist, wie überhaupt gesellschaftliche Widersprüche thematisiert werden können und verändert werden können und vielleicht muss man auch die Polizei und die gesellschaftlichen Widersprüche dann auch mal getrennt voneinander betrachten und diskutieren. Und ich würde, auch wenn ich glaube, dass es mit den Funktionslogiken absolut stimmt, glaube ich trotzdem, dass sich Dinge verändern können und müssen, auch im Konkreten. Und auch wenn ich nicht allzu optimistisch gestimmt bin, dass das in der Polizei schnell geht und dass wir da sehr weit vorankommen. Wir haben gerade schon gehört, am Beispiel Hanau, das ist einfach ein dickes Brett, das ist eine Behörde, die will sich nicht verändern, die verändert sich ohnehin nur langsam. Da gehen Fortschritte langsam und trotzdem würde ich sagen, aus meinen Einblicken in die Polizei, dass die ganze Diskussion aus den vergangenen 2-3 Jahren an der Organisation, und zwar an der Organisation insgesamt, nicht spurlos vorbeigegangen ist. Und dass nur das, was ist, was gerade im Augenblick Veränderung bringt, dass die Zivilgesellschaft Polizei kritisiert in so einer konkreten Form in Bezug auf Rassismus, aber auch grundlegend, und dass das die Dinge sind, die überhaupt Prozesse in der Polizei anschieben können und vielleicht dazu ein bisschen Veränderung führen können. Sascha, und vielleicht auch noch an dich die Frage, was wäre dein Plädoyer, wie die hässlichen Zustände aufzulösen wären? Entnazifizierung überall, so wie es draußen im Foyer hängt, oder hast du noch weitergehende Vorschläge? Ja, das wäre ein Ziel. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und Polizei ist nicht die einzige Institution, die verändert werden muss, sondern Gesellschaft muss sich aus sich heraus selbst verändern, aber auch viele andere Institutionen verändern. Ich versuche das mal konkret zu machen, auch mit Blick auf meinen Arbeitshintergrund, also auch meine Mitarbeit im Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus in Hessen, wie es heißt. Da hat sich in den letzten Jahren, das hat sich extrem ausdifferenziert hinsichtlich der Arbeit, hinsichtlich der Akteursgruppen, hinsichtlich der geförderten Institutionen, das wäre Mitte der 2000er in Hessen nicht vorstellbar gewesen. Mir ist jetzt auch daran gelegen, nochmal auch eine mutmachende Perspektive einzunehmen, tatsächlich mit dem Blick in dieses Netzwerk. Wenn wir uns vergegenwärtigen, eine hessische CDU, wir hatten es vorhin gesagt, seit 1999 an der Regierung, da musste einiges passieren, dass Zivilgesellschaft tatsächlich auch so einen Druck aufbaut, dass nach 2013 dann auch ein Landesprogramm, das sich grundsätzlich mit unterschiedlichen Diskriminierungsformen, mit Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und so weiter und so fort auseinandersetzt, auf den Weg gebracht wurde. Das wurde zivilgesellschaftlich erstritten und seitdem nimmt nahezu von Jahr zu Jahr auch die Summe der geförderten Gelder für diese Organisationen zu. Das heißt, Gruppen wie Response, die Bildungsstätte Anne Frank, die haben zu Recht sehr, sehr viel Geld bekommen, aber dass es überhaupt auf den Weg gebracht wurde, ist auch die Folge von den gesellschaftlichen Kämpfen, die da auch geführt wurden, auch auf unterschiedlichen Ebenen. Wir brauchen, glaube ich, eine Institutionalisierung dieser Arbeit, die dort von wenigen Akteursgruppen überhaupt jetzt stattfindet. Sprich, wir müssen da eigentlich noch deutlich mehr Schule denken. Wir müssen klar alles, was mit Arbeitswelt zu tun hat, denken. Also wir müssen quasi in alle gesellschaftlichen Bereiche reingehen und die Probleme ansprechen. Das ist deswegen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und ich glaube, dass sich Gesellschaft auch nur auf diesem Weg maßgeblich ändern wird, auch mit Druck auf die Institutionen, auf Staat, auf politisch Verantwortliche. Ich versuche es nochmal mit einem positiven Abschluss. Es hat sich einiges Positives trotz der Parallelität zu so einem Wahnsinn wie Hanau auch verändert. Ich glaube, diese Parallelität, die ist sehr stark auch in vielen Bereichen immer wieder zu beobachten, dass es den Wahnsinn einerseits gibt und zu anderen gesellschaftliche Veränderungsprozesse und die müssen wir weiter anstoßen. Okay, dann muss ich tatsächlich mit einem Blick auf die Zeit mich vor allen Dingen erstmal entschuldigen, dass ich euch in dieser spannenden Diskussion abwürge und diese wirklich notwendige und wichtige Diskussion an dieser Stelle gleich mal beenden muss und euch um die Diskussion und den gemeinsamen Austausch darüber betrüge. Vielleicht haben wir ja auch die Möglichkeit, noch im Foyer oder außerhalb der Halle noch ein bisschen weiterzureden. Ich glaube, was klar ist,
Was klar geworden ist, und das schreiben wir auch in diesem Flyer, der aber auf euren Plätzen liegt, Teil der hässlichen Zustände ist es, dass wir diejenigen sind, die recherchieren müssen, dass wir diejenigen sind, die es vorantreiben müssen, weil der Staat untätig bleibt. Und wenn wir das Ziel einer Gesellschaft, in der wir alle ohne Angst leben können, nicht aufgeben wollen, dann müssen wir sozusagen damit weitermachen und vielleicht mit den, oder um es nochmal anders umzudrehen, mit den Worten von Cetin, einem der Angehörigen aus Hanau, aus der Initiative, den er schon an einigen Stellen gesagt hat. Es gab Hanau und es wird weitere Orte dieser rassistischen Gewalttaten geben. Und in diesem Moment, so wie wir jetzt hier sitzen, sitzt ein Staatsanwalt, ein Polizist, ein Verfassungsschützer da und kennt den nächsten Täter und tut nichts. Und deswegen ist die Frage danach, die hässlichen Zustände aufzulösen, ist auch eine Frage danach, was es gilt, aus Hanau eigentlich zu lernen. Und das ist sozusagen dann vielleicht auch das Abschlussplädoyer, das zu einer Fragestellung und zu einer Aufgabe von uns allen zu machen und das nicht damit bewenden zu lassen, in Anführungsstrichen nur mehr Räume zu schaffen, um Betroffenen von rassistischer und rechter Gewalt zuzuhören, sondern es zu einer eigenen Baustelle zu machen, diese Normalzustände aufzukündigen eine Gesellschaft, in der wir alle leben können wollen, ohne Angst gemeinsam herzustellen. Genau, vielleicht an dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei euch, dass ihr uns heute eure Zeit geschenkt habt, dass ihr mit uns diskutiert habt, an die Innis, die uns ihre Stimmen geschenkt haben, an die verschiedenen politischen Gruppen, Aktivistinnen, die uns Fotos und Material und Ideen von ihren Aktionen, von ihrem Engagement zur Verfügung gestellt haben und die da drin schon längst Teil dieses Auflösungsprozesses sind und darin hoffentlich auch weitermachen. Vielen Dank auch für eure Aktivitäten und euer Engagement. Und vielen Dank natürlich auch noch ans Naxos, an das Medienkollektiv und an Politik im Freien Theater, dass wir die Veranstaltung hier machen durften und dass ihr alle zugehört habt. Danke für eure Geduld. Applaus